Ihr sagt, wann es losgeht, ja? Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zur heutigen Ask Me Anything Session von SafeDroid. Wir sind für euch mal wieder auf Deutsch unterwegs. Wir hatten ja schon in der vergangenen englischen Session, die wir gemacht haben vor circa 2 Wochen, die Bitte, das Ganze auch auf Deutsch wieder zu wiederholen. Deswegen heute Abend sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt einen aktuellen Anlass, zu dem es sich lohnt, gemeinsam zu sprechen. Vorab geschickt, ich glaube, jeder hat unsere Kampagne aus der letzten Woche, vom vergangenen Mittwoch mitbekommen. Das Ganze wurde sehr emotional auch diskutiert in der Branche. Ich möchte mich vorab, bevor wir bei dem ganzen Thema überhaupt einsteigen, erst nochmal aufrichtig und höflichst bei wirklich allen entschuldigen, denen wir hier Stress verursacht haben, die eine schwere Zeit aufgrund dieser Kampagne hatten. Das war nicht in keinster Weise unsere Absicht. Ich will heute auch nochmal ganz kurz vorab, bevor wir in eine Diskussion einsteigen, sagen, was waren eigentlich unsere Motivationen, was waren die Ziele hinter der Kampagne und was wollten wir eben auch ganz bewusst nicht damit erreichen, um dort einfach auch nochmal Transparenz zu schaffen, warum wir das Ganze gemacht haben und was wir damit eigentlich erreichen wollen. Ich glaube, dass momentan die Diskussion nach wie vor extrem emotional geprägt ist. Und wenn man sich mal anschaut, worum es uns tatsächlich ging, war, und das haben wir selbst am eigenen Leib erfahren, während der Monate unseres ICOs, nochmal klar herauszustellen, dass es in diesem Kryptomarkt, wie wir ihn heute sehen, in dem ICO-Markt, wie wir ihn heute sehen, eine riesige Menge an Betrugsfällen gibt. Wir als ICO-veranstaltendes Unternehmen haben gesehen, dass unsere Homepage geklont wurde von Scammern. Es gab 1:1 die SafeDroid-Seite mit einer anderen Domain und dann haben die Leute dort einfach eine andere Ethereum-Wallet-Adresse, eine andere Bitcoin-Wallet-Adresse hinterlegt, um damit natürlich Kleinanleger hinters Licht zu führen, Geld abzuzocken. Wir haben gesehen, dass Leute unseren Telegram-Channel entsprechend genutzt haben, um Scam zu betreiben, Fake-Profile von unseren eigenen Admins. Dann wurden dort wiederum User angeschrieben und ihnen irgendwelche Bonusangebote gemacht, die es gar nicht gibt, eben auch wieder mit dem Ziel, Geld abzuluxen. Es gab Leute, die wollten uns tatsächlich physisches Bargeld in Koffern übergeben, um SafeDroid-Token zu kaufen. Natürlich auch höchst illegal. Das haben wir alles in Summe natürlich nicht gemacht. Das heißt, es gibt einmal wahnsinnig viele Betrugsfälle auf der Seite. Wenn ich als Unternehmen ein ICO durchführen möchte und die Scammer mich als Opfer identifizieren, beziehungsweise dann meine Kleinanleger, und ich glaube, das ist schon mal sehr, sehr schlecht als Tatsache. Und zum anderen, und das ist jetzt wirklich dann nochmal die zweite Dimension davon, wenn man sich anschaut auf den Webseiten von ICO-Projekten, dann sieht man, dass es dort viele Projekte gibt, die Fake-Teams zum Beispiel gelistet haben. Ja, es gibt Startups, die offensichtlich noch kein Produkt haben, aber angeblich schon über 30 Mitarbeiter. Es gibt auch Fake-Teams hinsichtlich Advisor. Also es gibt immer wieder Advisor, die gleichen Advisor, die schätzungsweise auf mehreren 10, mehreren 20 ICO-Webseiten parallel gelistet sind, wo man sich natürlich auch die Frage stellen muss, wie sinnvoll kann hier eine Advisory-Rolle noch sein, beziehungsweise welcher inhaltliche Input wird eigentlich geliefert und was ist vielleicht die Motivation dieses Advisory-Boards? Es ist nicht zum Großteil tatsächlich eben auch dann gefaked und diverse andere Dinge. Wir haben Exit-Scams gesehen, die am Markt stattgefunden haben. Also auch das gab es, wo sich also dann tatsächlich Leute mit dem Geld aus dem Staub gemacht haben. Und ich glaube, das bringt mich dann noch zur nächsten Dimension, die relevant ist. Wir sehen eben auch, und das haben wir auch bei anderen ICOs gesehen am Markt, dass heute Kleinanleger sehr stark aus unserer Sicht giergetriebene Investments und Anlageentscheidungen zum Tokenkauf treiben. Und ich glaube, dass das eben auch ein Teil des Problems ist, nämlich nicht nur professionelle Marktteilnehmer, die versuchen, Kleinanleger hinters Licht zu führen, indem Scam Richtung Kleinanleger betrieben wird, indem ICO-Projekte gefaked werden, sondern eben auch, weil Anleger den Markt zu rosarot sehen und zu stark giergetrieben sind und eben immer noch schnell auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, bei diesem heißen ICO gerade noch dabei sein, weil die Coins und die Tokens schon wieder knapp werden, um die schnelle Rendite zu machen. 10-faches, 20-faches vom eingesetzten Kapital
ohne Arbeit in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das ist auch ein Problem. Solche Renditen gibt es einfach nicht in so kurzer Zeit. Und das ist auch unrealistisch, jeder, der so etwas verspricht. Und ich glaube, das war eigentlich dieses Learning, das wir hatten über diese 4 Monate, hat uns dazu gebracht zu sagen, wir brauchen eine ganz klare Warnnachricht an den Markt da draußen. Eine Warnnachricht, die so deutlich ist, dass sie auch jeder verstehen kann. Und deswegen nochmal an der Stelle, uns ist bewusst, dass es extrem krass war, was wir gemacht haben, dass wir tatsächlich für 24 Stunden unsere Webseite runtergenommen haben, unseren Telegram-Channel runtergenommen haben. Nur wir haben natürlich auch lange intern diskutiert, wie können wir eine durchschlagende Wirkung mit dieser Aktion erreichen. Und zwar klar, wenn wir jetzt versuchen, diese Message, die wir haben, diese inhaltliche Nachricht, nämlich der Markt, so wie er heute ist, mit den ganzen Betrügereien, kann nicht nachhaltig sein und wir müssen das verändern, um ihn nachhaltig zu machen. Wenn wir das jetzt als Pressemitteilung rausgeben, dann wird da kein Hahn danach krähen. Ja, die Frage ist also, wie können wir das so machen, dass wir tatsächlich damit auch die gewünschte Wirkung erzielen, nämlich den Markt wachzurütteln und klar zu machen, dass hier gerade etwas im Argen liegt und dass wir an höheren, und das ist das eigentliche Ziel dahinter, dass wir an höheren Qualitätsstandards arbeiten müssen, um tatsächlich den ICO-Markt nachhaltig zu gestalten. Wir persönlich glauben auch hier, dass der ICO-Markt ein super spannender Refinanzierungsmarkt nicht nur für Startups, sondern auch für mittelständische Unternehmen in Deutschland ist. Und das ist kein purer Glaube, sondern wir sehen als SafeDroid, dass wir momentan auch von mittelständischen Unternehmen Anfragen bekommen. Wir sind auch am Thema ICO interessiert. Könnt ihr uns nicht helfen? Und das zeigt, dass es hier tatsächlich eine Chance gibt, diesen Markt zu professionalisieren. Nicht nur zu professionalisieren durch entsprechend besser aufgeklärte Investoren, die zu informierteren Anlageentscheidungen kommen, sondern eben auch zu professionalisieren in einfach höherwertigen und weiter fortgeschrittenen Unternehmen, die tatsächlich schon echte Eigenkapitalinvestoren haben, die echte Produkte haben, die echte Umsatzerlöse erzielen, die echte Nutzer haben, die es da draußen am Markt schon über 5 Jahre, über 10 Jahre gibt. Und das natürlich, um dem ganzen Markt am Ende des Tages mehr Substanz zu verleihen. Und das finden wir, das finde ich persönlich auch mega spannend, weil das nämlich ein großes Problem adressiert, das wir in Deutschland haben, nämlich eine unzureichende Finanzierung mit Risikokapital, gerade bei Startups, aber auch bei klassischen Mittelständlern. Und dieses Thema, da glaube ich, dass der ICO helfen kann. Aber, und das ist eben das große Risiko, das es am Markt gibt, der ICO, der wird nur dann helfen, wenn er nachhaltig ist. Und das ist auch genau unser Interesse. Jetzt kann man natürlich fragen, wollt ihr euch jetzt hier arrogant aufspielen als Samariter der Industrie und sagen, wir sind jetzt der Heiland, der es für alle besser macht? Nein, auf gar keinen Fall. Darum geht es uns auch nicht. Genauso wenig, wie es uns darum ging, Leute zu veräppeln. Genauso wenig, wie es uns darum ging, irgendwie Spaß zu haben und am Abend bei einem Bier darüber zu lachen. Das ist überhaupt nicht unsere Motivation. Das Einzige, worum es ging, ist tatsächlich, hier nochmal klar zu machen, dass der Markt, wie er momentan steht und liegt, gegeben der Praktiken, der vielen Betrügereien, aus unserer Sicht nicht nachhaltig ist. Und es wäre schade, wenn dieser Markt nicht nachhaltig wird, denn nicht nur machen wir uns damit eigentlich einen großartigen Finanzierungsmarkt in Deutschland kaputt, sondern, und das ist natürlich unser ureigenstes wirtschaftliches Interesse, wir sind nun mal ein kommerziell ausgerichtetes Unternehmen, wir sind nachher mit SafeDroid in diesem Tokenmarkt, mit dem SafeDroid-Token gelistet. Das heißt natürlich, wenn dieser Markt implodiert, dann wird das auch am SafeDroid-Token nicht spurlos vorübergehen. Es gibt also eine ganz klare Rückwirkung zur Nachhaltigkeit des Marktes auch auf die Wertentwicklung des SafeDroid-Tokens. Und klar müssen wir hierzu Stellung beziehen und klar brauchen wir hierzu eine Meinung. Die haben wir und unsere Meinung ist, wir brauchen stärkere Qualitätsstandards und das ist jetzt eben genau das Thema. Wir wollen nicht nur auf das Problem hinweisen, nicht nur sagen, schaut mal, wir zeigen mit dem Finger drauf, da ist ein Problem, sondern was wir machen wollen, ist, wir wollen zumindest das, was wir als Startup beitragen können, unsere 2 Cent sozusagen, auch beitragen und auch einen Lösungsansatz aufzeigen. Und deswegen wollen wir jetzt eigentlich 2 Dinge tun. Wir wollen auf der einen Seite tatsächlich uns ganz aktiv in die Diskussion mit der Community, aber auch mit Regulierern einbringen und sagen, wir glauben, dass wir hier in diesem Dialog, wie wir den Markt nachhaltig gestalten können, einen guten Beitrag leisten können, weil wir
A, nicht aus dem Markt kommen, andere Industrien gewohnt sind, jetzt aber gesehen haben, was dort passiert und glauben, eine gewisse Ahnung zu haben, wie man Qualität sichern kann nach vorne und uns dort auch proaktiv in Diskussion einbringen. Das ist auch genau das, was wir machen werden. Also die Aktion soll jetzt nicht einfach verpuffen, sondern wir suchen jetzt natürlich den Kontakt zur Bundesbank, zur BaFin, um uns hier als Informationspartner, als Gesprächspartner anzubieten, um gemeinsam hier zu diskutieren, wie eine nachhaltige Regulierung auch aussehen kann. Denn, und das ist zumindest unsere Position, die wir gerne kritisch diskutieren wollen, wir glauben eben auch, dass eine Lösung nicht so aussehen kann, dass man den Markt jetzt mit einer ganz harten Prospektpflicht überzieht und damit de facto kaputt macht, weil sich dann eben Unternehmen teilweise gar nicht mehr leisten können, weder aus zeitlicher Perspektive noch aus finanzieller Perspektive ein ICO durchzuführen. Also auch das ist durchaus eine Gefahr, dass auf zu viel Betrügerei auf der einen Seite eine zu harsche Regulierung auf der anderen Seite folgt und de facto die Konsequenz dessen ist, dass der Markt für Neueintreter zugemacht wird. Und das fände ich persönlich extrem schade. Das heißt, das ist das eine, was wir machen wollen. Also wirklich mit der Community, mit Regulierern daran arbeiten, dass wir höhere Qualitätsstandards etablieren können. Das zweite ist, und das ist eben der zweite Teil der Lösung, die wir zum Tisch bringen wollen, ist, wir wollen sowohl Unternehmen als auch Investoren helfen, erfolgreich an ICOs teilzunehmen. Und das ist eben genau das Thema. Es soll und wird eine Checkliste für Kleinanleger geben, sodass eben jeder in der Lage ist, tatsächlich informiertere Investitionsentscheidungen zu treffen. Ich habe es vorhin schon eingangs gesagt, wir haben gesehen, dass viele Leute aus Gier Investitionsentscheidungen treffen, schnelle Rendite, das ist das, was oftmals auch zum Tokenkauf bewegt. Das kann es aber aus meiner Sicht nicht sein, denn unter dem Strich sollte man, und das ist immer mein Anliegen, nur in Dinge investieren, die man auch inhaltlich versteht, wo man genau weiß, in welches Unternehmen man hier investiert hat, wem man sein Geld anvertraut hat. Das ist oftmals nicht der Fall. Deswegen ist unser Ziel, eine einfach handhabbare und pragmatisch zu verwendende Due Diligence Checkliste der Community kostenlos an den Hand zu geben, wo man eben für sich auf der ICO-Webseite tatsächlich nachschauen kann, wie transparent, wie intransparent, wie seriös die Sicherheit bietet ein solches Unternehmen im Rahmen seines ICOs. Und das ist eben ein ganz konkretes Endprodukt, was wir in unserem kleinen Teil auch anbieten wollen, um hier hoffentlich weiterzuhelfen und im Gesamtmarkt zu einer höheren Qualität zu kommen. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst, es ging uns nicht darum, Leute zu verärgern, einen Spaß zu machen. Es ging um eine sehr, sehr ernste, inhaltliche Nachricht. Wir sehen momentan, dass die Emotionen immer noch die inhaltliche Diskussion überlagern. Das ist momentan in der Tat eine Herausforderung. Wir bleiben aber dran und warten jetzt erst einmal ab mit einer natürlich von unserer Seite aus aktiven Kommunikationsstrategie, wie auch heute Abend, sich der Community stellen. Wir wollen da sein für euch, Transparenz zeigen, also sprich genau diese hohen Qualitätsstandards, die wir vom Markt erwarten, eben auch selbst entsprechend befolgen. Deswegen sind wir hier, deswegen stellen wir uns auch den ganzen kritischen Fragen. Wir werden auch heute hier ganz offen durch alle kritischen Fragen durchgehen. Wir können das in Ruhe gemeinsam besprechen. Bin auch für kritische Anregungen gerne in den Kommentaren extrem dankbar. Und das ist hier eben das Wichtige, wir dürfen nachher nicht mit zweierlei Maß messen, denn klar muss auch sein, wenn wir auf der einen Seite nach höherer Qualität und mehr Transparenz schreien, dann müssen wir natürlich selbst auch diese Werte leben und das Ganze einhalten. Das heißt also, was wir ganz konkret eben auch tun werden, ist, dass wir in regelmäßigen Zeitabständen die Community über unseren operativen Geschäftsfortschritt informieren werden, dass wir Feedback geben werden, wo wir mit der App stehen, mit der Entwicklung, wie es mit der Roadmap aussieht, wofür wir die Mittel einsetzen, etc. etc. Also ich glaube, genau das Maß an Transparenz, das wir auch erwarten würden und das wir eben auch angeprangert haben mit unserer Aktion im Markt, das eben an den Tag zu legen und hier für die Community da zu sein. Und das heißt, mal unter dem Strich gesprochen, dass wir hier natürlich unser Bestes geben, für euch da zu sein. Ihr habt es vielleicht auch gesehen, jetzt unabhängig von der Live-Session, die wir heute Abend haben und den weiteren, die es noch geben wird. Wir haben auch eingeladen, das möchte ich an der Stelle auch nur der Kürze halber noch erwähnen,
zu einem Community-Barbecue-Event. Das Ganze findet statt am 9. Mai hier in unserem Büro in Frankfurt. Wir sitzen auf der Hanauer Landstraße. Ihr seht das Ganze, wir posten es auch nochmal hier unten als Kommentar in den Chat rein, als Facebook-Event. Würde mich freuen, viele von euch dort auch persönlich kennenzulernen. Wir laden euch ein auf eine Bratwurst, auf ein leckeres Bier und natürlich auf eine gute gemeinsame Diskussion. Wie ihr wisst, wir sind offen für Community-Feedback, wir diskutieren gerne mit der Community, wir nehmen auch Community-Feedback auf. Das haben wir auch in der Vergangenheit getan, das werden wir natürlich auch in der Zukunft tun. Ich glaube, das gehört einfach zu einem guten inhaltlichen Diskurs in einer Community dazu, sich auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Und es ist natürlich auch klar, dass wir, und das nochmal, was ich eingangs schon sagte, wir uns an der Stelle auch ganz herzlich und höflich und aufrichtig bei allen entschuldigen, die hier eine schwere Zeit hatten aufgrund unserer Kampagne. Das war nicht die Absicht. Und auch, wenn man jetzt mal momentan guckt, weil die Frage bekomme ich momentan sehr, sehr häufig, wie schaut es aus, wie bewertet ihr die Kampagne selbst? War das jetzt positiv, war das negativ? Wie schätzt ihr das ein? Dazu vielleicht einfach zwei Punkte. Das eine ist, wir sind natürlich selbstkritisch, wir machen für alles, was wir machen, danach immer eine Retrospektive und schauen, was kann man besser machen? Und ja, die Antwort ist klar, wir können Dinge besser machen. Ich würde das heute auch so 1:1 nicht mehr wiederholen. Wir hatten insbesondere zwei Effekte, auf die ich kurz eingehen möchte, die wir so auch in der Form nicht erwartet hatten. Das eine war, dass es tatsächlich international für so hohe Wellen sorgt. In Deutschland hatten wir das antizipiert. International lag es deutlich über dem, was wir erwartet hätten. Und das zweite ist, das haben wir auch gesehen, es gab sehr, sehr viel kritisches und negatives Feedback seitens der Fintech-Community in Deutschland. Das hätten wir so nicht erwartet. Auch hier vielleicht nochmal ganz klar gesagt, was unsere Kampagne nicht bezwecken wollte. Das war in keinster Weise eine Kritik an der Fintech-Community, an der Fintech-Industrie. Die Fintech-Industrie hat eine großartige Entwicklung hinter sich in den letzten Jahren. Wir haben viele tolle Fintechs aus Deutschland, auch aus Frankfurt, die am Markt aktiv sind. Die machen alle einen großartigen Job. War in keinster Weise eine Kritik daran. Unsere Kampagne hat sich ausschließlich fokussiert auf den Kryptomarkt, eben da, wo wir die Probleme sehen, die ich eingangs auch erwähnt habe, und hatte also nichts mit dem Fintech-Thema zu tun. Von daher kam es überraschend. Also ja, wenn wir das heute nochmal vor uns hätten, würden wir es mit Sicherheit anders machen. Und die zweite Frage eben, wie schätze ich es ein, war es ein Erfolg oder nicht? Ich glaube, hier die ganz offene und ehrliche Antwort ist, es noch zu früh, um das nachhaltig zu beurteilen. Wir sehen, dass die Emotionen noch so hochkochen, dass momentan eine inhaltliche Diskussion noch sehr, sehr schwierig erscheint. Wir hoffen und gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen drehen wird, dass wir die Emotionen wieder auf das normale Level nach unten bekommen, dass wir die inhaltliche Diskussion, und das wird auch unser Beitrag sein, jetzt über die nächsten Tage und Wochen hochhalten, nämlich über das eigentliche Problem und die Lösung des Problems zu sprechen, nämlich wie können wir höhere Qualitätsstandards am Krypto- und am ICO-Markt insbesondere durchsetzen, um diesen Markt nachhaltig zu gestalten. Ich glaube, das ist all unser Anliegen, die Aufmerksamkeit auf diese Fragestellung zu lenken. Und wenn man sich jetzt aber mal, und das ist vielleicht noch interessant auch für alle Teilnehmer heute Abend, wenn man sich mal anschaut, aus welchen Quellen kommen denn jetzt, und ich pick jetzt nur mal zwei raus, die besonders polarisieren, aus welchen Quellen kommt denn jetzt eigentlich so das extremste Feedback, ne? Und wie sieht das aus? Also wir haben Leute auf der einen Seite, die hassen das, was wir gemacht haben. Das war die doofste Idee ever, die es da draußen gab. Und wir haben Leute, die lieben, also sie sagen, es war ein genialer Schachzug, extrem gute Aktion und weiter so. Und ich glaube, wenn man sich das mal anschaut, wer sagt jetzt das, dann sehen wir insbesondere zwei spannende Gruppen, nämlich wir haben natürlich auch gesprochen und Feedback bekommen von vielen Investoren, die jetzt beim ICO mit sehr hohen Beträgen auch SafeDroid Token gekauft haben. Ja, und von dort sehen wir, dass das Feedback vorwiegend positiv ist. Also die Leute, die wirklich für viele Euro SafeDroid Token erworben haben in unserem ICO, sind mehrheitlich extrem positiv, was die Kampagne angeht. Und wir haben auf der anderen Seite, wenn man sich mal anguckt, wo kriegen wir denn das negativste Feedback dessen, dann sehen wir, dass viele etablierte Teilnehmer der Krypto-Szene, aber also solche, die zum Beispiel ICO-Advisory, also Beratungsdienstleistungen anbieten, aber auch eben Unternehmen, die momentan einen ICO starten oder am Laufen haben, dass wir dort das negativste Feedback bekommen. Und hier glaube ich, und das möchte ich nur
mal ganz kurz, ohne das jetzt zu werten, aber einfach nur als Denkanstoß vielleicht auch für unsere Diskussion heute Abend nochmal in die Mitte stellen, stellt sich natürlich die Frage, warum sind so viele Marktteilnehmer mit dem Status quo des Marktes zufrieden, wobei der Status quo von viel betrügerischen Aktivitäten geprägt ist. Und ich glaube, diese Frage muss man fairerweise zumindest mal stellen. Je nachdem, wie dann die individuelle Antwort auf diese Frage ausfällt, kann man zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Aber ich glaube, die Frage sollte man zumindest stellen, um hier einfach mal selbstkritisch drüber nachzudenken, wer vielleicht welche Interessen in diesem Spiel verfolgt und warum vielleicht aktuelle Marktteilnehmer ein Interesse daran haben könnten, den Status quo fortzusetzen versus höhere Qualitätsstandards zu etablieren. Also das vielleicht einfach auch nochmal als kleiner Gedankenanstoß noch von meiner Seite in die Community rein. Das aber auch dann genug der Vorrede. Ich würde gerne in die Diskussion einsteigen. Ich sehe auch schon, dass wir eine ganze Menge von Fragen haben. Ich muss hier ganz kurz mal rüber scrollen, damit ich auch schön vorne anfangen kann und wir hier dann eine gute Diskussion führen können. Also, gerade schauen, wo wir hier die erste haben. Jetzt will der Rechner leider nicht so wie ich. Genau, also eine Frage ist hier, wie sieht der Fahrplan der nächsten Wochen aus, wie Vertrauen wieder zurückgewonnen wird. Wir haben hier natürlich umfassenden Maßnahmenkatalog entwickelt, wie wir mit wem reden. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Parteien haben, die wir momentan adressieren. Also wir hier, wie wir heute Abend zusammensitzen, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Partei, nämlich Leute, die SafeDroid aus dem ICO kennen und die entsprechend in unseren Token investiert haben. Hier ist ganz klar unser Weg, und das habt ihr schon gesehen seit Donnerstag und werdet ihr auch sehen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, nach vorne. Ja, wir haben diese Kampagne durchgezogen. Wir wollten damit auf ein Problem aufmerksam machen. Wir wollen eine Lösung anbieten. Das bedeutet aber auch, dass wir, weil wir das gemacht haben, natürlich den eigenen Ansprüchen von höherer Transparenz gerecht werden müssen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir jetzt extrem offen, extrem zugänglich für die Community sind. Ja, um ein Beispiel zu machen, heißt es natürlich, dass wir jetzt in einer hohen Frequenz das ganze Thema Live-Sessions weiter fortsetzen werden. Wir verpflichten uns dazu, regelmäßig Updates auch über unsere operative Entwicklung zu geben, wo wir mit dem Entwicklungsstand stehen, gegen unsere Roadmap, wo wir mit dem Stand stehen bezüglich unseres Token-Listings etc. etc. Das sind natürlich wichtige Themen. Auf Social Media, in Telegram, wo wir entsprechend auch wieder die Präsenz auf 100% hochgefahren haben, auf alle Fragen zu antworten. Das heißt also, hier ist tatsächlich das Thema sehr aktiv, sich jetzt mit der Community auseinanderzusetzen und eben als einen kleinen Baustein auch offen und zugänglich zu sein in der Art und Weise, dass wir eben Community-Events hier bei uns machen. Am 9. Mai beispielsweise das erste, meldet euch gerne an. Ihr seht hier unten das Community-Barbecue und da kann wirklich jeder teilnehmen. Wir wollen da einfach mit euch in Kontakt kommen, wollen euch zeigen, dass wir hier sind, wollen euch zeigen, dass wir auch uns der Diskussion stellen und eben nicht weglaufen. Und das heißt, hier ist wirklich die Antwort aus unserer Sicht maximale Transparenz und Offenheit, die wir an den Tag legen. Und jetzt gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Parteien, mit denen wir involviert sind. Wir haben natürlich unsere bestehenden Kunden auf der deutschen Spar-App. Wir haben unsere Eigenkapitalinvestoren, die in SafeDroid investiert haben und Aktien gekauft haben. Wir haben unsere Geschäftspartner, wir haben die Presse, wir haben die Fintech-Community etc. etc. Also das heißt, ein ganzer Blumenstrauß von anderen Parteien. Und auch hier gilt das Thema Transparenz und Offenheit. Das heißt, ich habe im Prinzip in den letzten Tagen viele Leute persönlich angerufen, mich mit vielen Leuten persönlich getroffen, um die Kampagne zu erläutern, um insbesondere die Inhalte dahinter zu erläutern und mit den Leuten auch kritisch zu diskutieren. Kritisch zu diskutieren heißt natürlich auch darüber zu diskutieren, was wir falsch gemacht haben, aber eben auch produktiv und kritisch darüber zu diskutieren, was wir hoffentlich am ICO-Markt und im Kryptomarkt zukünftig besser machen können, gemeinsam wohlgemerkt besser machen können. Nicht nur wir als SafeDroid, sondern eben in Zusammenarbeit. Und das ist eben wichtig. Das heißt,
Lange Geschichte kurz erzählt. Es geht uns darum, jetzt Präsenz zu zeigen, ja, und vor allen Dingen den Ansprüchen, die wir damit selbst setzen wollen, auch selbst gerecht zu werden, indem wir jetzt natürlich ein Höchstmaß an Transparenz und Offenheit für alle Beteiligten an der ganzen Angelegenheit bieten. Und ja, genau, wie hier auch die Frage aufgebracht wurde. Das ist ein Fahrplan, das ist sicherlich auch ein Projekt, was jetzt mehrere Tage, mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird von konsistenter Kommunikation. Das ist genau das Thema, woran wir arbeiten. Und da wollen wir uns aber auch positionieren. Ich glaube, das vielleicht noch mal kurz eingeschoben, wenn man als Unternehmen in diesem Markt funktioniert und was man in der Zukunft tun kann, um entsprechend besser unterwegs zu sein. Und ich glaube, das ist das, was wir hier getan haben. Wir wollen ganz klar den Markt verbessern. Wir haben erkannt, dass es Probleme gibt, aber wir wollen eben auch selbst aktiv an Lösungen mitarbeiten. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob wir noch online sind, weil mein Screen ist hier zumindest gerade eingefroren. Okay, wir sind wohl noch online. Dann ist alles gut. Dann machen wir hier mal weiter mit der nächsten Frage. Das war jetzt hier nochmal eine Frage, die hatten wir eben gerade auch schon in der englischen Session, deswegen auch sehr gerne hier nochmal. Die Frage ist, wo liegt welches Geld und wie ist welches Geld gesichert aus dem ICO? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. In der Tat, darauf wollen wir auch transparent antworten und werden auch transparent antworten. Weil uns das natürlich auch ein Anliegen ist. Es geht hier darum, dass man erstmal verstehen muss, welche Payment-Methoden haben wir akzeptiert. Wir haben auf der einen Seite das Thema Kryptowährungen und da muss man jetzt dann nochmal differenzieren zwischen dem Crowd-Sale, also sozusagen dem öffentlichen Verkauf der Tokens und Private Sales, also an große Investoren wie Whales beispielsweise. All das, was sich abgespielt hat im Crowd Sale, also im Massenverkauf, das liegt bei unserem Treuhänder, dem Herrn Hellinger, der in Bonn sitzt. Das heißt also, der kontrolliert die Bitcoin und Ethereum Wallets. Damit ist auch sichergestellt, dass wir an diese Kryptowährung gar nicht herankommen können, bevor nicht alle Tokens gemintet, also zugeteilt sind. Wir haben dann die Wallets entsprechend aus dem Private Sale. Da gibt es, das sind andere Wallets, das sind aber keine Escrow-gesicherten Wallets, was den Hintergrund hat, dass man mit größeren Investoren separate Verträge nochmal schließt, wo man also im Prinzip die Sicherheit der Mittel über einen rechtskräftigen Vertrag, der unterschrieben wird, entsprechend gewährleistet. So, dann haben wir das ganze Geld, was es in Euro gab. Ihr wisst selbst, ihr habt damals das Geld in Euro überwiesen auf unsere Bankverbindung bei der Sparkasse. Das war ja auch dann transparent angegeben, wie die Bankverbindung lautet. Das heißt, dieses Geld liegt auf einem natürlich voll Einlagen gesicherten Konto und wir hatten dann als weitere vier Zahlungsströme noch das Thema Kreditkarte und Sofortüberweisung. Hier in Deutschland insbesondere war das auch auszuwählen und auch in Kontinentaleuropa. Und da war es so, dass dieses Geld bei unserem Payment-Partner entsprechend auf einem einlagengesicherten Konto liegt, das eben auch eine Escrow-Funktion drauf hat, also auch hier volle Sicherheit. Also ihr seht schon, es sind ganz unterschiedliche Wallets mit unterschiedlichen Absicherungsmechanismen, unterschiedliche Konten, eben auch bei unterschiedlichen Finanzpartnern, die eben auch dafür Sorge tragen, dass es hier Absicherung gibt und dass keine Zugreifbarkeit gegeben ist. Das ist insofern auch nochmal wichtig zu verstehen, als dass das, was wir hier im Prinzip zeigen wollten mit unserer Simulation, zumindest für unseren ICO, weil wir eben diese hohen Qualitätsstandards gesetzt haben, gar nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre. Also wir hätten tatsächlich, also unser ICO war tatsächlich einer, wo man nicht hätte 100% des Geldes einfach so nehmen können und in den Flieger steigen. Es gibt aber ICOs, bei denen das durchaus möglich ist. Deswegen an der Stelle auch nochmal ganz klar mein Tipp, wenn ihr euch weitere ICOs anschaut, Tokens kaufen möchtet, schaut euch unbedingt an, welche Sicherungsmechanismen es gibt. Und die sollten im Optimalfall auf der Homepage stehen.
Ja, zumindest aber im White Paper. Wenn weder auf der Homepage noch im White Paper etwas steht, dann würde ich persönlich hier schon mal etwas skeptischer sein, weil dann ist es fraglich, ob es so etwas überhaupt gibt. Denn wenn ich als Unternehmen solche Sicherheitsmechanismen anbiete, warum würde ich die dann nicht proaktiv kommunizieren? Also das vielleicht nur als Hinweis. Ich glaube, das ist wichtig für jemanden, der hier als Privatanleger teilnimmt, sicherzustellen, gibt es diese Absicherung der Mittel. Wir hatten das, das ist für uns, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Tool. Deswegen sprechen wir jetzt auch ganz offen darüber, wie das geplant wurde von unserer Seite und wie es dann auch umgesetzt wurde. Das heißt, de facto, diese Sicherheit gab es. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Frage, dass wir das hier auch nochmal transparent machen können. Und ich hoffe, dass damit der Punkt gut beantwortet ist. Dann hatten wir hier eine Frage zum Thema, gibt es die Möglichkeit, sein Geld zurückerstattet zu bekommen? Nein, kurze Antwort, die gibt es nicht. Wir sehen dafür auch überhaupt keinen Anlass. Das Projekt ist unverändert. SafeDroid baut genau das, was wir im ICO auch beworben haben, nämlich ein mit künstlicher Intelligenz auf künstliche Intelligenz aufgebautes Ökosystem von Sparplänen und Kryptoinvestments in Form einer mobilen Applikation. Und genau das bauen wir. Wir sind mit der Entwicklung schon gut vorangekommen. Die erste Beta wird auch gemäß unserer Roadmap, da sind wir voll im Zeitplan, diesen Sommer gelauncht. Das heißt also, es hat sich nichts verändert. Das ist das gleiche Produkt, um das es geht, das auch im ICO beworben wurde. Wir sind auch völlig on track, was die zeitliche Dimension mit unserer Roadmap angeht. Da kommen wir momentan sehr gut voran. Vor dem Hintergrund gibt es keine Veranlassung, jetzt irgendwie eine Rückerstattung des Kaufpreises durchzuführen. Also kurze Antwort nochmal hier, nein, Rückerstattungen wird es keine geben. Dann war jetzt hier nochmal die Frage, und die hatten wir schon des Öfteren, ich wiederhole es aber gerne nochmal, damit auch die Leute, die jetzt heute natürlich das erste Mal dabei sind bei unserer AMA-Session, auch auf dem Laufenden sind. Wann startet das Trading und wann geben wir denn den Namen dieser Top 5 Exchange bekannt? Also da nochmal ganz transparent, weil mit Sicherheit auch immer die Frage ist, was muss denn jetzt eigentlich alles passieren, bis überhaupt mal das Trading starten kann? Wir sind momentan, das war ja der Prozess, den es gibt, in der Endphase von KYC. Also KYC, Know Your Customer, das habt ihr alle gemacht hoffentlich schon. Das heißt, ihr gebt eure persönlichen Daten an. Das ist die erste notwendige Stufe, die komplettiert werden muss. Wir haben immer noch ein paar wenige, die es noch nicht gemacht haben. Falls einer von euch noch da draußen KYC noch nicht gemacht hat, bitte wendet euch an uns. Wir helfen euch gerne dabei, falls es Fragen gibt, falls es technische Probleme gibt. Wir sind aber da so gut wie durch. Im zweiten Schritt, nachdem das KYC dann komplettiert ist, dann teilen wir euch die Token zu, also im Kryptofachchinesisch minten wir die Token. Dann kommen die also auf eure Wallet oder je nachdem, welche Minting-Mode ihr eingestellt habt in unserem Frontend. Und danach kann das Trading starten. Ja, das heißt also, das ist die Sequenz der Prozesse. Das KYC ist jetzt fast abgeschlossen. Minting läuft auf Hochtouren, werden wir jetzt erste Maiwoche durch sein. Und Trading-Start wird dann danach erfolgen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen warten, bis sich die Emotionen gesetzt haben. Wir wollen natürlich einen möglichst unturbulenten Handelsstart für unseren Token ermöglichen. Von daher, denke ich mal, wird das sicherlich noch gut 2 Wochen brauchen, bis wir in ein Marktumfeld kommen, wo wir, sage ich mal, sachlich über die ganze Thematik sprechen können, die Emotionen auch raus sind. Und das ist eigentlich der weitere zeitliche Fahrplan. Und das wiederum linkt jetzt auch zurück zum Namen dieser Top 5 Exchange. Es ist hier so, dass wir mit dieser Börse eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet haben und der Zeitpunkt, wann der Name der Börse kommuniziert wird, von der Börse selbst entschieden wird. Das heißt also, das ist von dieser Börse so gewünscht, dass es in zeitlich sehr engem Abstand zum Listing stattfindet. Es wird nichtsdestotrotz noch jeder die Möglichkeit haben, der dort noch kein Trading-Account hat, sich noch einen zu eröffnen. Also dafür soll Rechnung getragen sein. Das haben wir so auch mit der Börse besprochen. Aber bitte versteht, wir selbst können das leider nicht kontrollieren, sondern das ist eine Entscheidung seitens der Börse und die müssen wir auch respektieren. Deswegen kann ich dazu leider nicht mehr sagen, als wir im Prinzip
hier auch unsere vertragliche Vereinbarung ist. Es ist wichtig, das zu respektieren, dass es hier nicht nachher zu Streitigkeiten kommen kann. Das heißt aber, nachher der Prozess, wie gesagt, KYC fast durch, Minting läuft jetzt auf Hochtouren, erste Maiwoche, dann im Prinzip noch ein bisschen Zeit, bis sich die Emotionen gelegt haben und wir einen ruhigen Trading-Start haben können. Und dann werden wir auch in dem Kontext vor dem Trading-Start den Namen dieser Top 5 Exchange bekannt geben können. Und dann sollte sich dieses Thema geklärt haben. Hier haben wir eine Frage, sind Sie immer noch zuversichtlich, dass der Token nach diesem Stunt noch im Wert steigt? Haben Sie eine Prognose auf die nächsten Monate? Hier, ich hatte es im Vorfeld eben gerade schon mal gesagt, ist es glaube ich noch zu früh, um zu einem abschließenden Urteil zu kommen. Ich glaube, wir werden genau wissen, wo wir stehen in 2 bis 3 Wochen. Wir, das kann ich auch sagen, hätten das nicht getan, wenn wir nicht davon überzeugt wären, dass diese Aktion mittelfristig eine positive Auswirkung auf SafeDroid und den SafeDroid-Token hat. Was wir sehen, und ich gebe das einfach hier ungefiltert weiter, ist tatsächlich, dass wir von vielen großen Investoren das Feedback bekommen, dass ihnen die Aktion sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben natürlich gefragt, wie beurteilt ihr das oder aufgrund von welcher Logik kommt ihr zu dem Entschluss, weil wir es natürlich genau verstehen wollten, was jetzt dahinter liegt. Und die sagen eben, und das geht in die Richtung, by the way, was wir auch uns antizipiert hatten, wir sagen, okay, schaut mal vorher, vor der Aktion, kannten SafeDroid die 35.000 Teilnehmer aus eurem Crowdsale plus irgendwie die 50.000 Leute, oder es schneidet sich ja fast 1:1, also in Summe maximal 50.000 Leute, die auch in der Telegram-Gruppe sind. Nach dieser Aktion kennen euch jetzt wahnsinnig viele Leute, und das nicht nur in Deutschland, sondern international. Und von den Leuten, die ich jetzt kennengelernt haben, gibt es heute schon einen relevanten Anteil, der diese Aktion als positiv bewertet, und mit zunehmender Zeit ist davon auszugehen, dass dieser Anteil wächst, weil typischerweise solche Sachen, sobald sie die Emotionen gelegt haben, auch deutlich weniger negativ gesehen werden, als noch in so einem kurzen zeitlichen Abstand. Und die Logik war einfach dahinter dann zu sagen, na gut, wenn ihr es geschafft habt, damit so viel Aufmerksamkeit für SafeDroid und den SafeDroid-Token zu erzeugen, die sich im Nachhinein über die nächsten Wochen ins Positive drehen wird, dann ist das eigentlich das Beste, was passieren konnte, weil damit natürlich auch eine große und gute Nachfrage für den SafeDroid-Token am Markt erzeugt werden kann, also sprich eine Marketingwirkung, die wir sonst nicht erreicht hätten. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das, was ich hier sage als meine persönliche Meinung, sondern ich gebe das wieder, was wir als Feedback von vielen großen Investoren auch erhalten haben, einfach um im Prinzip auch mal eine andere Perspektive hier in die Diskussion einzubringen. Meine persönliche Meinung ist, es wird sich zeigen müssen, wie die Gesamtauswirkung ist. Wir weichen von unserem Token-Modell, das wir als Simulation auf der Homepage entsprechend veröffentlicht haben, nicht ab, denn das basiert auf unserem Business Case, auf unseren Annahmen über Nutzerwachstum, auf unsere Annahmen über unsere operativen Geschäftsentwicklung. Wir sehen nicht, dass wir hier irgendwie negative Auswirkungen haben sollten, von daher gibt es da keinen Grund zur Annahme für uns jetzt heute, dass sich irgendetwas zu diesem alten Stand geändert haben sollte. Das heißt, wenn die Frage ist, was ist unsere realistischste Erwartungshaltung für die Preisentwicklung, dann ist es nach wie vor dieses Simulationsmodell, das es auf unserer Webseite gibt. Das kann downgeloadet werden, man kann sich das anschauen. Und da wird man das sehen, wie wir das eingeschätzt haben und auch heute immer noch einschätzen. Also das ist unverändert. Das also als Antwort auch auf diese Frage. Jetzt heißt es hier noch, zudem hatte auch CNN darüber berichtet, soviel ich weiß. Denken Sie, dass der amerikanische Markt und die dort etwas größeren Namen wie McAfee und Co. eine Art Werbung sein könnten? Das ist eben jetzt, also da vielleicht ganz kurz, also CNN hatten wir jetzt persönlich nicht. Ich glaube, das war ein Typo, der sich da eingeschlichen hatte. Nach unserem Verständnis war es CCN, also CryptoCoin News, und nicht CNN, der TV-Sender.
Ich glaube, bei deutsche Startups stand am Ende CNN, aber ich glaube, richtigerweise war es CCN, weil nach unseren Recherchen hatten wir bei CNN auch nichts gefunden. Das ist eben genau der Punkt, ne, den ich gerade wiedergegeben hatte, denn wir hatten ja, also gerade wenn man sich jetzt die USA, also wir hatten in den USA, die zwei bekanntesten Namen, die in den USA darüber berichtet hatten, waren auf der einen Seite Bloomberg und auf der anderen Seite TechCrunch. Das sind, sage ich mal, zwei sehr, sehr große und auch in den relevanten Kreisen natürlich extrem verbreitete Medien für diesen Kryptomarkt. Und die US-Investoren, da ist es ja so, dass die im ICO noch gar nicht groß teilnehmen konnten, weil wir hier US-Investoren ausschließen mussten. Es gab nur die Möglichkeit, als Private Sale Teilnehmer im Prinzip als akkreditierter Investor. Das heißt, also nur wenn ich nachweislich über ein Vermögen und Einkommen schon über die letzten Jahre über weit mehr als 200.000 US-Dollar verfüge und größere Tickets investieren kann, das amtlich zertifiziert ist von einem Wirtschaftsprüfer, nur dann konnte ich teilnehmen. Das heißt aber, der breitere Markt in den USA war komplett ausgeschlossen von unserem ICO. Und natürlich in diese Richtung, wie es auch hier in diesem Post suggeriert, geht ja auch die Argumentation von vielen großen Investoren, die wir jetzt aus Europa oder aus Asien haben, die eben sagen, wir sehen das eher als Werbung, wir sehen das daher eher als positiv, denn als negativ, weil dadurch natürlich die Bekanntheit, gerade in Märkten wie den USA, ja, oder aber auch in China, die eben auch ausgeschlossen waren, gestiegen ist und damit natürlich neue Investoren, die nachher nur über die Börse kaufen können, auf SafeTrade aufmerksam geworden sind. Inwieweit sich das materialisiert, kann jetzt nicht eins zu eins kommentiert werden. Ich glaube, das muss die Wahrheit dann zeigen. Und die Realität, dann werden wir in ein paar Wochen schlauer sein, wie gesagt. Das ist aber ein Argumentationsstrang, den wir tatsächlich von vielen jetzt gehört haben. Das Listing hatte ich eben gerade schon mal angesprochen. Da vielleicht noch in aller Kürze dazu. Wie gesagt, von heute, das Minting soll jetzt abgeschlossen sein, 1. Maiwoche. Dann muss noch, glaube ich, ein bisschen Gras über die Emotionen gegeben unsere Kampagne wachsen. Und sobald wir das dann haben, können wir auch das Trading in einem ruhigen Umfeld dann entsprechend starten. Das heißt, also ich denke mal, dass wir da jetzt noch so zweieinhalb, drei Wochen oder irgendwas in diese Richtung brauchen werden, um das auch tatsächlich sicherzustellen. Wir glauben, das ist im besten Interesse der gesamten Community, wenn wir hier wieder ein bisschen mehr Ruhe drin haben. Dann ist es die Frage, inwiefern war es sinnvoll, mit der großen PR-Aktion vor allem bisherige Anleger zu bestrafen bzw. wachzurütteln. Denn wir waren schließlich die einzigen von der Aktion betroffen. Ein Wachrütteln ergibt doch nur dann Sinn, wenn Fehler gemacht worden sind. War es etwa falsch, in SVD zu investieren, euch zu vertrauen? Ein echt seltsamer Ansatz. Fragt Tom oder kommentiert hier Tom. Vielen Dank, Tom, erstmal für das kritische Feedback. Also klar, man muss sich hier die Frage stellen, war das nachher, und das sagt ja eben auch schon eingangs, oder würden wir das nochmal 1:1 so machen? Ich glaube, wir haben da auch viel dazugelernt und es war sicherlich in diesem Ausmaß nachher sehr extrem. Ja, und ich glaube, das ist auf jeden Fall verbesserungsbedürftig. Die Frage jetzt, wurde hier wer bestraft oder gab es hier eine Bestrafung und wen rüttelt man damit wach, ist, glaube ich, eine berechtigte. Natürlich, und das ist sozusagen der absolut berechtigte Kritikpunkt, es war natürlich zunächst einmal für Investoren, die jetzt Token gekauft haben, mit Sicherheit eine größere Schrecksekunde gefühlt. Wobei hier vielleicht auch nur, ohne dass ich jetzt qualifizieren möchte oder ohne dass ich sagen möchte, das ist richtig oder falsch, einfach auch nochmal den Fakt daneben gesetzt, wer sich unser White Paper durchgelesen hat en Detail, wer wusste, dass die Gelder bei einem Escrow liegen, wer wusste, dass die Gelder bei Banken liegen, die die Einlagen sichern, dem musste eigentlich klar sein, dass wir uns nicht mit den Einlagen aus dem Staub machen konnten. Das zeigt aber zumindest auch, dass, und ich glaube, das ist dann schon ein berechtigter Punkt, sicherlich auch ein Teil der Investoren bei SafeDroid, glaube ich, dieses Wachrütteln bedarf, weil also auch hier offensichtlich nicht die Due Diligence auf ein Maß gemacht wurde, dass diese Faktoren bekannt waren. Und ich glaube, das hat man auch gesehen,
dass eben tatsächlich die Wahrnehmung die war, dass das ganze Geld verschwunden sein könnte, was aber gemäß dem, was wir auch publiziert haben und dem, was auch öffentlich nachvollziehbar war über unsere Finanzdienstleistungspartner, über unseren Escrow, faktisch überhaupt nicht möglich war. Die Informationen waren öffentlich verfügbar in unserem White Paper, das ja auch, by the way, selbst als wir unsere Homepage runtergenommen haben, auf diversen anderen Homepages von ICO-Tickern, ICO-Portalen nach wie vor zum Download verfügbar war. Also ich glaube, das muss man vielleicht da einmal auch ganz kurz kontrastieren. Also von daher ja, ich bin absolut bei dir, Tom. Es war sicherlich super extrem und es tut mir leid und ich entschuldige mich auch sehr, sehr aufrichtig und ehrlich bei all denen, die deswegen wirklich eine schwere Zeit hatten. Das war nicht unsere Intention, die zu bestrafen, aber ich glaube, wir haben schon auch in unserem Investorenkreis Investoren dabei, die jetzt vielleicht nicht bis aufs letzte Level heruntergeprüft haben, wie sind genau die Strukturen abgesichert. Wir haben das natürlich gemacht, weil das unser eigener Anspruch war. Deswegen glaube ich aber auch, dass es da schon sinnvoll ist, auch hier für weitere ICO-Investments eben einen Tick vorsichtiger zu werden. Und das andere ist ja durch diese multiplikative Wirkung, die das Ganze nachher entfaltet hat, über Presse, über Blogger, über Social-Media-Kanäle, wurden natürlich sehr, sehr viel mehr Leute mit dieser Nachricht konfrontiert, als Leute, die an unserem ICO teilgenommen haben. Also nur vielleicht, um das ins Verhältnis zu setzen. Wir hatten bei unserem ICO nachher rund 35.000 Teilnehmer, die Token gekauft haben. Die Kampagne hatte aber eine Reichweite von ein paar Millionen Menschen am Ende des Tages. Und ich glaube, das zeigt schon, dass wenn man das ins Verhältnis setzt, wir durch diese Kampagne sehr viel mehr Leute erreicht und alarmiert haben, als Leute nachher an unserem ICO teilgenommen haben. Und ja, auch das sage ich ganz offen, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Es ist und bleibt sehr extrem. Und deswegen Entschuldigung für die Sorge, die da verursacht wurde. Aber ich glaube, wenn man mal von der Perspektive draufschaut, wurden nicht nur die bestehenden Investoren gewarnt, sondern eben viel, viel mehr Leute noch, die nicht bei uns investiert haben und die hoffentlich auch in Zukunft etwas vorsichtiger mit dem Thema ICO-Anlage umgehen werden. Dann Dennis sagt, ich finde eigentlich nur zwei Dinge krass und dazu gehört nicht eure Kampagne. Ihr airdroppt Coins, die eigentlich verbrannt werden sollten, erster Punkt. Und zweitens, dass ihr mit der Liechtensteiner Frickbank zusammenarbeitet. Der Jürgen Frick wurde ermordet. Also vielleicht ganz kurz zu den zwei Punkten. Weiß ich nicht genau, Dennis, was du meinst mit dem Airdrop der Coins, der verbrannt werden sollten. Ich glaube, wir hatten diese Diskussion schon mal zum Ende unseres ICOs. Wir hatten ja, also vielleicht für alle, die jetzt da nicht mehr so nah dran sind, wir hatten in den letzten 24 Stunden unseres ICOs einen Airdrop, wo wir jede Stunde 1 Million SafeDroid-Token verlost haben. Das hieß, 24 Stunden, 24 SafeDroid-Kryptomillionäre. Das heißt, wer gekauft hat pro Stunde für 1.000 Euro SafeDroid-Token, der hatte die Chance, an dieser Verlosung teilzunehmen. Jetzt bezieht sich, Dennis, wenn ich es richtig verstehe, deine Kritik daran, dass diese 24 Millionen Token, die wir hier entsprechend geairdroppt haben, angeblich hätten verbrannt werden sollen und es deswegen zu einer Verwässerung kam. Das ist nicht der Fall. Das hatten wir damals auch schon in den AMA-Sessions erklärt. Hier bitte einfach nochmal ganz kurz auf die Tokenverteilung auch auf unserer Homepage schauen. Es gibt, wenn man sich die Tokenverteilung anschaut, einmal den Bereich an Tokens 60%, die zum Verkauf standen. Das wären maximal 6 Milliarden Token gewesen. Wir haben rund 4 Milliarden Token verkauft, also 2 Milliarden nicht. Und wir hatten dann 40% der Token, die nicht zum Verkauf standen. Und jetzt ist natürlich das Ziel mit dem nachträglichen Tokenverbrennen, dass der Anteil der Tokens, die wir verkauft haben, an allen Tokens 60% bleibt. Das heißt, wir verbrennen nachher nicht nur diese 2 Milliarden Tokens, die zum Verkauf standen, sondern wir verbrennen proportional mit auf der anderen Seite der 40% eben auch den Anteil an Tokens, dass das Verhältnis von verkauften Tokens zu nicht verkauften Tokens, die wir noch halten, bei 60-40 bleibt. Jetzt ist also die springende Frage, wo kommen jetzt diese 24 Millionen Tokens her?
um dein Argument aufzugreifen, wir hätten dann Tokens verschenkt, die hätten verbrannt werden sollen, wenn diese 24 Millionen Tokens zugerechnet werden würden, den Tokens, die verkauft wurden. Also praktisch die 4 Milliarden plus die 24 Millionen, weil dann hätten wir weniger Token verbrannt. Das ist aber nicht der Fall. Also ist die entscheidende Frage, wo kommen diese 24 Millionen Token her? Und diese 24 Millionen Token, die wir verlost haben, die kommen aus dem Bounty- und Marketing-Topf, den wir haben, auf Basis der Token, die so oder so generiert worden wären. Das heißt also, es ist nachher ein Nullsummenspiel. Wir haben diese Bounty-Tokens genutzt, die es ohnehin gegeben hätte, um diesen Community-Airdrop zu machen in den letzten 24 Stunden. Die wurden aber dann logischerweise nicht aufgerechnet auf die Anzahl der verkauften Tokens und damit werden mit oder ohne Airdrop genau die gleiche Anzahl von Tokens verbrannt. Es gibt damit kein Unterschied, das ist ein Nullsummenspiel, das ist nur nochmal wichtig zu verstehen. Gut, das nochmal an dieser Stelle zu erwähnen. Dann die Frage Liechtensteiner Frickbank, warum? Die Antwort hierzu ist relativ einfach. Es gibt, das wird jeder, der sich schon mal mit dem Thema ICO beschäftigt hat und auch sieht, wie kann man ein ICO machen, indem man auch Fiat als Zahlungsmittel akzeptiert. Es gibt momentan leider extrem wenige Banken, die diese Dienstleistung überhaupt anbieten. Das ist eine Bank davon. Wir haben uns für diese Bank entschieden, weil es ein hochprofessioneller Anbieter ist. Das ist der Hintergrund. Das war nachher eine operative, eine wirtschaftliche Unternehmensentscheidung. Das hatte jetzt nichts mit irgendwelchen anderen Hintergründen über, sage ich mal, die Eigentümerfamilie oder Ähnliches zu tun. Deswegen vielleicht das hier nochmal zur Klarstellung, Anmerkung von Dennis. Andreas schreibt hier, für eure 2 Cent war die Aktion viel zu krass. Ja, ich sagte es schon, wir stehen auch offen dazu. Ich glaube, das ist ein berechtigter Kritikpunkt, den man einbringen kann. Das wollen wir auch gar nicht irgendwie von der Hand weisen. Es war mega krass, von daher, das ist ein Punkt, den wir akzeptieren. Ich sagte auch schon, dass wir die Aktion so 1:1 sicherlich nicht wiederholen würden. Und genau, jetzt kommt hier nochmal von Kasim die Frage, also was wäre gewesen, wenn es jetzt irgendwelche schlimmen Konsequenzen gehabt hätte, dass sich irgendjemand physischen Schaden zugefügt hätte. Ich glaube hier bei dem Punkt für bestehende Investoren, wir haben ja auch immer geschaut, wer investiert wie viel, was steht dahinter, uns immer die Frage, wie verantwortungsvoll wird auch investiert. Ne? Also klar, wir wollten da auch nochmal ganz klar von unserer Seite das Statement, es ging nicht darum, irgendwen zu veräppeln oder eine schwere Zeit zu geben oder was auch immer. Und ich glaube, unser Aufruf auch während des ICOs, das ist auch ein Thema, für das wir uns jetzt einsetzen, ist, es kann und darf nicht sein, dass Leute in ICOs teilnehmen und Token kaufen, dort Summen für die Token ausgeben, die sie sich in keinster Weise leisten können, die nachher irgendwie dazu führen würden, dass wenn dieser ICO nicht funktioniert, man mit leeren Händen dasteht und noch mehr als das, es würde ja implizieren, ich habe keinen Grund mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ich glaube, das zeigt eben auch nochmal sehr, sehr krass die Missstände in diesem Markt auf. Ich glaube, es muss ganz klar gesagt sein und verstanden sein, dass ICOs ein Hochrisikoinvestment sind. Hier darf man sich das Thema einfach nicht schönreden und keiner, und das ist total ernst gemeint, 2 Punkte, keiner sollte in einen ICO investieren, den er nicht inhaltlich versteht. Und das zweite ist, Leute sollten nur mit dem Geld in ICOs investieren, dass sie im schlimmsten Fall verschmerzen können zu verlieren, ohne danach persönliche Nachteile in ihrem Leben zu haben. Und ich glaube, das sind 2 ganz, ganz wichtige Grundregeln, die wir auch in der Zukunft noch viel, viel stärker in den Vordergrund hängen werden, noch viel stärker kommunizieren werden, wo wir auch Leuten helfen wollen,
diesbezüglich informiertere Entscheidungen zu treffen, bei einem ICO teilzunehmen oder eben auch nicht teilzunehmen und eben nur mit dem Betrag teilzunehmen, den man sich auch leisten kann. Das heißt also, hier ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, das nochmal klar zu sagen. Das war nie unsere Absicht. Wir waren aber natürlich davor, in ICOs zu investieren mit Beträgen, die nachher für den Einzelnen nicht tragbar sind. Also ich glaube, das ist nachher auch hochgradig fahrlässig aus Einzelinvestoren-Sicht. Da muss mehr Aufklärung betrieben werden, auch von den Unternehmen, auch von unserer Seite. Aber klar, da müssen auch, denke ich, da muss man sich selbstkritisch auch in den Spiegel schauen. Da müssen auch die Investoren dazu lernen, was das Thema angeht. Dann von Markus. Ich finde es sehr gut, dass ihr heute live Rede und Antwort steht. Danke für die freundlichen Worte, Markus. Klar, ich glaube, das versteht sich von selbst. Sagte schon eingangs kurz, wir können jetzt hier schlecht auftreten als diejenigen, die nur mit dem Finger auf das Problem zeigen, aber nachher nicht zur Lösung beitragen wollen. Und auf der anderen Seite können wir nicht mit zweierlei Maß messen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier uns klar positionieren und sagen, wir wollen höhere Qualität, wir wollen mehr Transparenz, dann ist das natürlich nur dann glaubwürdig und authentisch, wenn wir das vorleben. Ich glaube, wir müssen die Werte, die wir hier im Markt fordern, auch selbst an den Tag legen. Alles andere wäre reine Heuchelei, das wäre reines Effektgehasche, das ist nicht unser Anliegen. Ich glaube, wir müssen uns dem jetzt auch stellen und wir werden uns dem auch stellen. Nicht nur heute nebenbei, sondern wir werden diese Art von Sessions jetzt regelmäßig machen. Ich hatte das auch in der letzten, vor zwei Wochen in der englischsprachigen Session schon angekündigt. Unser Ziel ist es, dass wir das alle 2 bis 4 Wochen haben als Live-Video-Session, den Austausch mit der Community, dass wir auch immer alle Fragen beantworten, also ungefiltert. Ich glaube, das ist auch wichtig. Es gibt nämlich auch oft solche Sessions, wo Fragen rausgefiltert werden. Das wollen wir nicht. Und wir wollen uns hier als massiv transparent zeigen. Wir wollen auch zugänglich sein für die Community. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unser Community-Barbecue-Event. Ihr werdet es hier unten in den Kommentaren sehen. Es findet am 9. Mai hier bei uns im Büro in Frankfurt statt. Ihr seid herzlich eingeladen auf eine Bratwurst und ein Bier und auf natürlich hoffentlich ein gutes, gerne auch kontroverses Gespräch mit unserem Team. Wir werden alle hier sein. Meldet euch einfach kurz an. Wäre cool, wenn wir wissen, wie viele Leute kommen, damit wir auch genug einkaufen können und es für jeden reicht. Also von daher, wir freuen uns wirklich über jeden Teilnehmer, der uns am 9. Mai besucht. Dann haben wir hier Dom Frey sagt hier, es hat nichts mit Emotionen zu tun, sondern etwas mit Professionalität, Vertrauen und dem Übernehmen von Verantwortung. Das ist ein fairer Punkt, absolut. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was bedeutet im einzelnen Kontext Professionalität, Vertrauen, Übernehmen von Verantwortung? Und ich glaube, das war ja genau der Stein des Anstoßes bei uns. Ne? Und hier ist eben die Frage, wenn ich in einem Markt unterwegs bin und wenn ich sehe, dass Dinge hier grob falsch laufen, wo ich auch sagen muss, mit dem, was ich unter Verantwortung übernehmen verstehe, lässt es sich nicht vereinbaren, dass ich das jetzt nicht nach draußen trage, dann fällt es mir schwer zu sagen, wir halten jetzt einfach still und geben vielleicht irgendwie eine Pressemitteilung raus in der Hoffnung, dass es irgendwo aufgegriffen wird, wohl wissend, dass es nicht der Fall sein wird, weil das einfach zu unsexy ist, um es als Thema aufzugreifen. Jetzt auf der anderen Seite auch, ja, muss man natürlich berechtigterweise sagen, wir haben das massive andere Extrem gewählt, damit sicherlich auch ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, konnten damit aber zumindest sicherstellen, dass die Nachricht multipliziert wurde. Und ja, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Darüber kann man sicherlich vortrefflich streiten. Den Schuh ziehen wir uns auch an, die Kritik nehme ich auch auf. Ich habe schon gesagt, wir haben, glaube ich, unsere Learnings gehabt, würden sicherlich heute das eine oder andere anders machen. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass zu Professionalität und dass zu Verantwortung übernehmen auch gehört, Missstände am Markt aufzuzeigen und ganz klar zu sagen, wenn etwas nicht so läuft,
wie es im Interesse der Marktteilnehmer ist. Und ich glaube, dass hier momentan von, wenn man mal die einzelnen Marktteilnehmer durchgeht, im Interesse der Kleinanleger sind viele Dinge, die hier passieren, nicht, denn, und da gibt es ja auch schon Expertenmeinungen zu, da bin ich nicht der Erste, der sagt, ein Großteil der ICOs sind Scam, die es da draußen gibt. Es ist aber auch nicht im Interesse der guten Projekte, denn wenn ich heute einen qualitativ hochwertigen ICO starte, dann konkurriere ich um Investoren mit den ganzen Betrüger-ICOs. Also das heißt, es kann auch nicht im Interesse von guten Projekten sein, dass der Markt sich so weiterentwickelt. Und für alle Unternehmen, die schon ein ICO gemacht haben, in deren Interesse kann es schon gar nicht sein, denn deren Token ist nachher an der Börse gelistet. Und es bedeutet ja nichts anderes, dass wenn der ICO-Markt kollabiert, dass sicherlich auch der Wert der bestehenden Tokens massiv unter Druck geraten wird. Und diesem Markttrend kann sich nachher keiner entziehen. Und deswegen haben wir natürlich hier auch ein intrinsisches wirtschaftliches Interesse, Dinge besser zu machen. Also ich glaube, das muss auch gesagt werden. Deswegen, ich bin bei dir. Lass uns gerne kritisch über das Thema sprechen. War das jetzt der richtige Weg? Ich glaube, darüber kann man sich streiten. Wir stehen aber schon dazu, dass die Botschaft, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige war, die am Markt Gehör finden muss. Und sicherlich können wir uns jetzt nicht darauf berufen, wir haben das einmal gemacht und damit war es gut, sondern, und das sehen wir eben jetzt auch natürlich als Thema an, wir müssen jetzt die Community und die Diskussion der Community weiter vorantreiben und müssen dieses Thema jetzt natürlich auch weiter mit Beiträgen bespielen über eine professionelle, und da sind wir beim Thema professionelle und verantwortungsvolle Kommunikation, um eben auch Lösungsansätze gemeinsam mit denjenigen Community-Mitgliedern zu entwickeln, die sagen, wir sehen das ähnlich wie ihr und wir wollen gerne zu einer produktiven Lösung beitragen. Und das ist unser Anliegen dahinter. Also deswegen danke auch für diese kritischen Worte. Simon schreibt, alles cool, kann nachvollziehen, wenn hier auch einige Dampf ablassen wollen. Ich habe mich schon wieder beruhigt. Danke dafür, Simon, in der Tat. Also vielleicht auch dazu, wir sehen, dass sich das Thema jetzt über die letzten Tage schon positiv entwickelt hat. Wir sehen, dass in der Tat Leute das jetzt auch wieder reflektierter sehen. Ich glaube, uns ist nur wichtig, dass wahrgenommen wird, dass wir uns hier glaubhaft entschuldigen für die Aktion und dass wir eben auch glaubhaft die Inhalte der Kampagne weiterverfolgen in Zukunft. Und ich hoffe, dass, und das ist schon das, worauf wir setzen, dass wir nach dieser Beruhigungsphase in ein Umfeld kommen, wo wir tatsächlich inhaltlich über die Themen sprechen können. Denn ich glaube, nur der inhaltliche Diskurs, und der muss kritisch sein, nur der inhaltliche Diskurs wird uns zu einer Verbesserung des Status quo bringen. Und sonst nichts. Ich glaube, wenn das jetzt wieder abebbt, wenn wir das alle einfach nur vergessen, nichts mehr tun, dann war es am Ende nichts mehr als ein kurzer Peak irgendwo in der Nachrichtensuche. Das wäre schade. Wir hoffen tatsächlich, dass wir jetzt dann über Inhalte sprechen können. Michael fragt, wie genau wird das selbstlernende AI oder wie genau wird die selbstlernende AI funktionieren? Also vielleicht kleiner Exkurs, gerne auch an dieser Stelle Fragen zum Produkt beantworten, das wir bauen. Ihr wisst ja, bei SafeDroid geht es darum, wie kann ich nachher mit unserer App intelligent Kleinstbeträge in Kryptowährungen sparen und anlegen. Und jetzt natürlich die Frage, wer hilft dem Anleger zu einem guten Portfolio aus unterschiedlichen Coins und Tokens zu kommen? Und das ist genau der Part, wo wir künstliche Intelligenz, genauer gesagt einen selbstlernenden Algorithmus einsetzen wollen. Und unser Ziel ist es, dass dieser Algorithmus letzten Endes ein Portfolio für den Nutzer kreieren soll, dass es ermöglicht, das Risiko zu reduzieren. Ich glaube, alle von euch wissen, dass der Markt extrem volatil ist. Das ist jetzt, wenn ich als Otto Normalbürger mich dem Thema nähern möchte, wenn ich langfristig investieren möchte, nicht zuträglich. Das heißt, worauf wir hinaus wollen, das wird der Startpunkt sein, ist tatsächlich ein Algorithmus, der in der Lage ist, ein Portfolio, also ein Korb von verschiedenen Kryptowährungen zusammenzubauen, und auch im richtigen Mischungsverhältnis zusammenzubauen, der es erlaubt,
diese Schwankungen, die wir von den Kursen sehen, zu minimieren und damit die Stabilität zu maximieren. Und das ist letzten Endes die Idee dahinter. Wie es jetzt technisch funktioniert, wird es so sein, dass wir zunächst einmal mit einem einfacheren Algorithmus starten, der sich dann über die Zeit immer weiterentwickelt. Das Ziel ist es natürlich, auf einen selbstlernenden Algorithmus zu kommen, also einen Algorithmus, der sich dann auch an Marktveränderungen automatisch anpasst. Das ist dann da, wo man klassischerweise von AI, also von künstlicher Intelligenz auch sprechen kann, also ein Element des Selbstlernenden dahinter. Das geht aber aus einem Stand heraus nicht. Für diejenigen von euch, die sich mit der Materie tiefer auskennen, vielleicht nur ganz kurz nochmal auch erklärt für diejenigen, die sich damit nicht so gut auskennen, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen. Typischerweise fange ich an mit einem bestehenden Datenset, das ich habe, und lasse darauf oder entwickle darauf von einem Teil dieser Daten dann einen Algorithmus, der in der Lage ist, gewisse Vorhersagen über die zukünftige, in unserem Fall dann Wertentwicklung von Kryptowährungen zu treffen. Und dann nehme ich mir diesen Algorithmus, den ich mit einem Teil der Daten gebaut habe, und wende den an auf den restlichen Teil der Daten und schaue, wie gut er tatsächlich das vorhersagt, was in diesen Daten passiert ist. Und dann, wenn das stimmt, also bis hierhin komme, dann iteriere ich ein paar Mal, dass der Algorithmus immer besser wird, dann wende ich in der Realität an. Und jetzt komme ich aber dann zu dem Ergebnis, ein Algorithmus, der heute funktioniert, der muss nicht unbedingt morgen auch noch funktionieren. Das heißt, ich muss ihn anpassen über die Zeit. Und genau das werden wir tun. Und das sind einfach die einzelnen Stufen. Man fängt mit einem einfachen Algorithmus an, optimiert den, bringt ihn dann an den realen Markt, optimiert ihn weiter, vergrößert das Datensample, kann damit den Algorithmus wieder verbessern, baut dann selbstlernende Elemente ein. Und so kommt man dann in der Zielrichtung über die Zeit zu etwas, was sich dann auch tatsächlich den Namen AI verdient. Und dazu, um das auch tatsächlich zu liefern, haben wir auch schon sehr hochkarätiges Personal eingestellt. Ihr seht ihn auch auf unserer Webseite als ICO-Advisor, der Danko Nikolic, der Professor auch im Feld von künstlicher Intelligenz ist, der uns ab diesem Sommer dann auch verstärken wird und der maßgeblich den Aufbau dieser künstlichen Intelligenz auch mitbetreuen wird. Er ist bekannt über Projekte wie AI-Kindergarten, hat da auch sehr viel Forschung gemacht, ist hier gerade im Rhein-Main-Gebiet in der AI-Szene auch sehr bekannt. Schaut ihn euch gerne an bei uns auf der Homepage. Ich glaube, das zeigt auch, dass wir tatsächlich in diese Richtung ein qualitativ hochwertiges Produkt bauen wollen und werden und dass es eben nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, weil dieser Tage natürlich sich viele dieses Buzzword AI gerne um den Latz hängen. Dann hier nochmal von Kasp. Hi, ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde. Wusste der Aufsichtsrat von der PR-Aktion? Falls nein, dann gab es ein Statement seitens des Aufsichtsrats zum PR-Move beziehungsweise auch zu ihrer eigenen Personalie. Stand der Dinge ist, der Aufsichtsrat wurde informiert über die Aktion. Das muss auch der Fall sein. Wir sind eine deutsche Aktiengesellschaft. Das heißt, wer sich jetzt von euch damit auskennt, wie da die Strukturen funktionieren, es ist so, eine Aktiengesellschaft braucht per Definition einen Aufsichtsrat. Es gibt entsprechend dann den Aufsichtsrat, der in unserem Fall aus 3 Mitgliedern besteht. Die sind auch auf unserer Homepage gelistet. Die könnt ihr da auch sehen. Und dieser Aufsichtsrat vertritt die Interessen der Aktionäre, muss also den Vorstand beaufsichtigen, dass der Vorstand im Interesse der Aktionäre handelt. Und der Aufsichtsrat wurde in unserem Fall auch informiert. Genau, und vor dem Hintergrund, ich weiß es nicht, worauf das Thema hier anspielt, bezüglich Statement, bezüglich meiner Personalie. Wir als Vorstand sind, sonst hätten wir es auch nicht gemacht, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir uns mittelfristig einen positiven Effekt von dieser Kampagne versprechen. Wir haben den Aufsichtsrat informiert über diese Kampagne und dementsprechend wird es jetzt hier auch in diesem gleichen Setup bei SafeDroid weitergehen. Ich glaube, es gibt jetzt hier keinen Anlass, dass tatsächlich hier irgendwelche Veränderungen vorgenommen werden auf der Seite von Personalien. Alex fragt, was ist mit der Untersuchung der Staatsanwaltschaft? Genau, es gab jemanden, der hat am Mittwoch eine Strafanzeige gestellt. Daraufhin
hat dann, das habt ihr gesehen auf NTV, das hatten wir auch verschiedene andere Medien berichtet, daraufhin hat dann die Staatsanwaltschaft die Ermittlung aufgenommen. Das ist so, das passiert dann immer in diesem Kontext. Wir hatten dann am Donnerstagmorgen, als wir auch wieder hier in unserem Büro in Frankfurt waren, Besuch von der Polizei entsprechend, vom zuständigen Kommissariat, die eben überprüft haben, ob der Tatbestand erfüllt ist oder nicht. Also sprich, dass wir mit dem Geld abgehauen sind, nicht mehr da sind. Das ist natürlich nicht erfüllt. Wir sind hier, wir waren ja auch den Tag nicht weg. Das will ich auch gleich nochmal kurz erzählen, wie das gelaufen ist, damit wir auch die volle Transparenz haben. Das heißt also, ja, die Polizei war hier zu den Ermittlungen, sie konnten aber feststellen, wir sind hier, wir bleiben hier. Damit ist dieser Teil der Ermittlungen abgeschlossen und das ist da Stand der Dinge. Also das, was die Medien berichtet haben, die Staatsanwaltschaft entwickelt, stimmt. Die Polizei war hier, die mussten dem natürlich nachgehen, kamen aber zu dem Ergebnis, dass wir hier sind und dass damit der ursprüngliche Tatbestand, der hier in der Strafanzeige gestellt wurde, nicht erfüllt ist. Also deswegen da auch in voller Transparenz geantwortet. Dann hier noch die Frage von Kasp wieder. Bank Frick war nicht so begeistert und will/wollte die Zusammenarbeit überdenken. Gibt es hierzu weitere Infos seitens Frick? Da wäre meine ganz ehrliche Bitte, dich an Bank Frick zu wenden, denn wir haben jetzt natürlich mit Bank Frick den Kontakt aufgenommen, warten da auch noch auf Feedback. Bank Frick hat ja auch ein Statement veröffentlicht an dem Tag. Ich glaube, hier de facto, was ich sagen kann, uns liegt keine Information über die Beendigung der Zusammenarbeit vor. Wir haben mit allen Involvierten hier, nicht nur mit Bank Frick, sondern auch mit allen anderen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch in unserem bestehenden Geschäft beim ganz klassischen Eurosparen, den persönlichen Kontakt gesucht, haben uns getroffen, haben uns zusammen telefoniert, haben über die Kampagne informiert. Von daher, das Ziel ist hier Aufklärungsarbeit zu leisten und jetzt nicht mit überhitztem Kopf irgendwelche Kurzschlussreaktionen zu produzieren. Ich glaube, wer uns kennt, wer uns auch persönlich kennt, der weiß, dass wir alles Leute sind, die sehr, sehr rational ticken, die eigentlich immer versuchen, Emotionen klein zu halten und inhaltlich zu sprechen. Genau das ist auch jetzt unsere Strategie hier. Wir bieten jedem das offene Gespräch an, wir suchen das Gespräch, wir informieren proaktiv und klären auf. Und das ist das, wie wir mit der Situation umgehen. Und wir hoffen und denken, dass wir damit auch mit allen Beteiligten zu einem produktiven Ergebnis gelangen können. Alex fragt nochmal, arbeitet ihr an Partnerschaften, die SVD einen Mehrwert bieten, vielleicht auch auf internationaler Ebene? Das ist ein Thema, schwenken wir jetzt wieder ganz kurz zum Produkt rüber und zum ICO. Beantworte ich sehr gerne. Wir hatten ja schon im ICO angekündigt und das setzt sich auch fort, dass wir momentan mit etlichen Playern im Kryptomarkt sprechen. Wir suchen ganz gezielt nach Partnerschaften, die unser Geschäftsmodell in der Umsetzung erleichtern und beschleunigen. Das heißt, es geht einmal um den ganzen Themenkomplex, das Akzeptieren von Kreditkartenzahlungen, also der Finanznerd spricht hier vom Thema Acquiring. Das heißt also, das ist ein Thema, wo wir momentan mit ganz vielen Partnern im Dialog sind. Wir hoffen auch hier in den nächsten Wochen tatsächlich zum Abschluss zu kommen, weil wir schon mit etlichen Partnern auch in sehr fortgeschrittenen Gesprächen sind. Ein anderes Thema ist natürlich mit Börsen. Börsen nicht im Sinne von, wo unser Token gelistet ist, sondern Börsen, über die wir dann nachher das Handelsvolumen unserer Sparbeträge abwickeln können. Auch hier sind wir bereits in fortgeschrittenen Gesprächen. Und jetzt gibt es natürlich noch einzelne interessante Bereiche, die vielleicht noch spannend sind, um unser Ökosystem im zweiten Schritt zu erweitern. Da ist es aber so, dass unsere Priorität momentan tatsächlich zu 100% auf der Beta-Phase liegt. Das heißt also, dort wollen wir jetzt keine Ressourcen anderweitig kanalisieren. Das ganze Entwicklerteam arbeitet an der Beta. Wir kommen da gut voran. Wir wollen die auf jeden Fall im Sommer liefern. Von daher ja, wir schauen uns das Thema Partnerschaften auch auf internationalem Level an. Wir sind da auch zuversichtlich, dass wir in den nächsten Wochen schon deutlich was kommunizieren können, mit wem wir kooperieren werden. Das ist ein super relevantes Thema für uns. Aber der erste naheliegende Fokus ist wirklich das, was uns jetzt bei der Beta weiterhilft. Und erst danach werden wir im Prinzip dann den Schirm weiter
aufspannen. Also ja, Alex, das ist ein relevantes Thema. Dann Basti Bla fragt, wird es die Sessions auch weiter in Deutsch geben? Ja, das hatte ich vor zwei Wochen auch schon mal kurz zumindest in der englischen Session gesagt. Also wir sehen, dass es eine starke Nachfrage nach deutschen Sessions gibt. Das wollen wir natürlich auch bedienen. Wir verstehen, dass sich die deutsche Community wohler fühlt, wenn wir in Deutsch kommunizieren als auf Englisch. Absolut fairer Punkt. Da wir ja hier auch Deutsch-Muttersprachler sind, ist es jetzt keine große Herausforderung für uns. Also vor dem Hintergrund ja, wir werden auch schauen, dass wir die Sessions immer mehr oder weniger parallel machen, also ähnlich wie jetzt heute. Ne? Also dass im Prinzip jetzt kein Informationsnachteil entsteht. Wir hatten jetzt heute beispielsweise für alle, die es nicht mitbekommen haben, die englische Session vor der deutschen, also um 5 kam dann gut durch und jetzt sind die deutsche um 7. Und das ist, glaube ich, ein Konstrukt, wo wir vielleicht einmal die Reihenfolge der Sprachen irgendwie tauschen zeitlich, aber das eigentlich, wie wir weiterfahren wollen, also zu sagen, wir wollen da zweisprachig sein. Wir sehen, dass es einen hohen Bedarf seitens der deutschen Community gibt. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, wir wollen super transparent sein, wollen für jeden da sein, für jeden zugänglich sein. Also ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass wir da auch in Deutsch weitermachen. Ja, Andreas sagt, regelmäßige Sessions findet er gut. Cool, das freut mich. Dann haben wir hier noch von Stefan den Punkt, der sagt, du hast deine PR-Aktion damit begründet, dass du auf Betrug im ICO-Umfeld aufmerksam machen wolltest. In einem regulierten Markt mit fortlaufendem Handel hätte man dir bei dieser Aktion Kursmanipulation vorwerfen können. Eine Art von Betrug. Wie stehst du dazu? Das ist natürlich ein super relevanter Punkt, Stefan, und das ist auch natürlich genau der Punkt, weshalb wir eine solche Kampagne nur zu einem Zeitpunkt machen konnten, an dem unser Token de facto noch nicht handelbar war. Ja, und ich glaube, das ist eben auch nochmal wichtig zu verstehen, weil die Diskussion, die natürlich jetzt auch auskam, war die Frage, hat denn jetzt hier jemand einen wirtschaftlichen Nachteil erlitten durch die Situation? Das ist eben nicht der Fall, denn unser Token ist momentan nicht handelbar. Also wir als Token-Herausgeber kontrollieren ja über unseren Smart Contract die Tatsache, dass der Token momentan nicht übertragbar ist. Wenn ihr den jetzt also gemintet bekommen habt auf eure Wallet, dann werdet ihr sehen, dass ihr ihn von dort aus nicht weiter transferieren könnt, weil wir den gelockt haben. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir konnten diese Aktion natürlich nur zu einem Zeitpunkt machen, wo unser Token gelockt war und eben nicht handelbar war. Denn sonst hätte es genau zu solchen Verwerfungen kommen können, die du, Stefan, hier ansprichst. Und das mussten wir natürlich zu 100%iger Sicherheit ausschließen. Und das ist ganz genau nochmal der springende Punkt, der eben auch untermauert, dass wir hier keinem etwas Böses wollten, weil wir nämlich genau das auch in der Planung der gesamten Kampagne mit berücksichtigt haben. Eben, dass hier nicht solche Trading-Schäden entstehen können, weil der Token de facto nicht handelbar ist. Und das ist eben nochmal ein ganz relevanter Punkt. Also vielen Dank, dass du das nochmal aufbringst, weil es mir auch die Möglichkeit gibt, das dann nochmal transparent zu erklären. Und vielleicht auch da nochmal, weil jetzt nochmal in der englischen Session hatten wir das Thema, kam jetzt nochmal auf, kannst du bitte nochmal ganz klipp und klar sagen, dass ihr nicht gehackt wurdet? Das ist so, wir wurden nicht gehackt. Ja? Und da ist es, glaube ich, nochmal interessant zu verstehen für all jene, wie die Aktion gelaufen ist. Und auf der einen Seite, und unser Community Management wird sicherlich auch nochmal hier unten posten in den Kommentaren, schaut euch bitte nochmal kurz, dauert nur 2,5 Minuten circa, unser Behind-the-Scenes-Video an. Dort ist dokumentiert, wie wir die Kampagne geplant, aber dann eben auch lanciert haben. Das heißt, ihr seht dort, wie wir selbst die Homepage offline nehmen. Ihr seht dort, wie wir den Tag über gearbeitet haben. Also wir waren auch, als es Gerüchte gab, die Jungs sind abgehauen und dann später wieder zurückgekommen, als es rausgekommen ist. Das ist natürlich auch völliger Blödsinn. Wir haben den ganzen Tag am Mittwoch letzte Woche im Heimathafen in Wiesbaden gearbeitet. Wer hier aus der Region kommt, der kennt den Heimathafen wahrscheinlich. Wir waren da zu Gast beim lieben Dominik, der uns aufgenommen hat. Die haben einen wunderschönen privaten Coworking Space, auch oben im Innovation Lab, kann ich jedem nur empfehlen, der hier aus der Region kommt. Und dort haben wir uns einquartiert
haben den ganzen Tag hart an der Kampagne auch gearbeitet, also auch an den Inhalten, die wir nachher dann für die Kommunikation genutzt haben. Das heißt, wir sind morgens mit dem Team nach Wiesbaden gefahren, haben dann dort im Heimathafen den ganzen Tag gearbeitet, haben selbst unsere Homepage offline genommen. Wir haben also Deutschland schon gar nicht verlassen, noch nicht mal Hessen verlassen. Wir sind nur von Frankfurt die paar Kilometer nach Wiesbaden rübergefahren. Waren also immer hier und dazu gab es ja dann auch diese absurde Geschichte, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere von euch vielleicht gelesen hat auf Business Insider, dort hat sich irgendwie die PR-Nummer entpuppt, dass wir abgehauen wären, dass dann aber ein Krypto-Journalist uns getrackt hätte in Ägypten und nachdem er uns getrackt hätte, hätten wir dann den Rückzieher gemacht und wären wieder zurückgekommen. Das ist natürlich Blödsinn. De facto, was stimmt ist, ihr habt vielleicht meinen Tweet gesehen. Mein Tweet, das waren zwei Fotos. Einerseits ein Foto von mir am Frankfurter Flughafen. Das habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen, als ich auf dem Weg zu einer Konferenz war. Und auf der anderen Seite ein Foto, das war auch tatsächlich von mir, wo ich am Strand eine Bierflasche hochhalte. Dieses Foto wurde von mir aufgenommen, das Ganze war im Januar 2017. Und dieser Journalist, also dieser Krypto-Journalist, hat dann tatsächlich über eine Art Bilderkennungssoftware nachher herausgefunden, welches Hotel in Ägypten das war. Und hat dann eben gesagt, okay, dort sind sie, könnt ihr uns nicht helfen, sie ausfindig zu machen, damit wir sie entsprechend fassen können. Und also dahergehend erstmal Kompliment an die Detektivarbeit dieses Krypto-Journalisten. Das Hotel wurde richtig erkannt. Ich war tatsächlich da, nur nicht letzten Mittwoch, sondern im Januar 2017, also schon mehr als ein Jahr her. Das war also ein authentisches Foto, das ich auch gepostet habe. Die Accounts wurden nicht gehackt. Wir haben das alles, wie gesagt, selbst veranlasst. Ihr seht das in dem Behind-the-Scenes-Video. Habt ihr auch hier unten in den Kommentaren drin. Schaut es euch einfach an und da kann man es ganz transparent nachvollziehen. Und die Jungs im Heimathafen werden es euch auch bestätigen können, dass wir den gesamten Tag mit dem gesamten Team dort waren und von Wiesbaden aus gearbeitet haben. Also das vielleicht auch nochmal zur gesamten Aufklärung und dem Hintergrund der Kampagne, weil wir auch in der englischen Session insbesondere Fragen hatten von Leuten, die das nochmal der Transparenz halber auch interessiert hat. Dann war hier nochmal die Frage, welche Exchanges gibt es bis dato? Ihr seht das auf unserer Homepage auch, wenn ihr einfach auf ico.safedroid.com geht. Wir haben dort HitBitC, wir haben IDEX, wir haben TIDEX, wir haben Bancor und wir haben eine Top 5 Exchange, deren Namen wir aus Vertraulichkeitsgründen aktuell noch nicht bekannt geben können. Das wird kurz vor dem Trading Start dann passieren. Das entscheidet aber die Börse. Da sind wir in Vertraulichkeitsvereinbarung entsprechend drin. Das müssen wir auch respektieren. Das sind also die 5. Das sieht man auch auf unserer Homepage. Dann sagt Stefan hier, ich finde die Idee mit solchen Livestreams super. Nähe zur Community zahlt sich aus. Andere ICOs verkaufen ihr Zeug und dann ist erstmal Flaute. Danke, Stefan. Das ist letzten Endes auch genau das, was wir gesehen haben und eben genau das, was wir nicht machen wollen, weil ich sehe das ganz genauso wie du. Ich glaube, nachher ist es essentiell wichtig, mit der Community im ständigen Austausch zu stehen. Und Austausch zu stehen meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass das hier eine Einbahnstraße ist und ich was erzähle und mir nur von euch auf die Schulter klopfen lassen will, sondern eben ich finde das gut, dass wir heute eine kritische Auseinandersetzung haben, viele kritische Fragen, denen ich mich auch gerne stelle, weil ich glaube, dass aus so einer kritischen Diskussion nachher viel, viel mehr bei rumkommt. Und ihr habt schon in der Vergangenheit gesehen, dass wir offen sind für Community-Feedback. Wir haben auf der einen Seite das Thema Tokenpreisänderung vor dem Start unseres Presales nochmal angepasst auf Basis von Community-Feedback. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Listing-Start nochmal angepasst bezüglich Community-Feedback, weil eben dort das Feedback kam, bitte startet nicht ausschließlich auf HitBTC. Deswegen haben wir das jetzt so abgestimmt, dass wir an vielen verschiedenen Börsen gleichzeitig starten können. Das heißt also, ihr seht, wir sind sehr, sehr offen für den Community-Austausch und wir nehmen auch, und das ist, glaube ich, super wichtig, Community-Feedback auf und wir handeln auch darauf hin. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass wir
nochmal sehr glaubwürdig sagen, unsere Community ist uns auch ein wichtiger Ideengeber und das wird umso wichtiger, je näher wir jetzt auch an unser Produkt rankommen, denn wir wollen ja auch die Community nutzen, um Beta-Tester zu sein von unserem Produkt, um uns kritisches Feedback zu geben. Die Beta wird ja nicht dann besser, wenn ihr uns tolles Feedback gibt zur App und sagt, Mensch, habt ihr super gemacht, sondern die Beta wird ja dann besser, wenn ihr uns auch kritisches Feedback gebt und wir das einfließen lassen können. Ich glaube, nur so können wir nachher auch ein gutes Produkt für alle Beteiligten bauen. Und genau da sehen wir auch den riesen Mehrwert. Also von daher vielen, vielen Dank für den ganzen Support, den wir da bekommen. Und ich glaube, am Ende profitieren alle davon. Nicht nur wir, sondern natürlich auch die Community und das SafeDroid-Token am Ende auch. Und so soll es ja auch sein in einer guten Partnerschaft. Dann ist hier von Nadja die Frage, plant ihr eigene Wallet und wenn ja, ab wann kann man die Wallet herunterladen? Also hier, Nadja, wird es so sein, dass unser Service sich ein bisschen unterscheiden wird von dem, was man bislang kennt. Also es wird, SafeDroid wird mit der Applikation Sparen in Kryptowährung keine klassische Wallet sein, wie man das heute kennt. Ja, das heißt, wir wollen jetzt nicht die 48. Wallet sein, die man sich installiert. Ich lade einfach meine Kryptos drauf und that's it. Sondern unser Ansatz ist, und das wird zumindest so auch vom Start her sein, dass SafeDroid erst einmal es möglichst einfach macht für alle Teilnehmer. Und das heißt, wir gehen tatsächlich erst nochmal einen Schritt in Richtung eines geschlossenen Systems. Heißt also, es ist keine offene Wallet, sondern stell dir das vor, wie auch ähnlich unserer heute schon in Deutschland verfügbaren Spar-App, nämlich du hast eine App, die du herunterlädst, die du mit deinem Konto verbindest oder mit deiner Kreditkarte und wo dann im Prinzip Geld von deinem Konto auf die App fließt. Und genau das soll auch der Fluss sein, wie wir in Krypto abbilden. Das heißt also, wenn du, sagen wir mal, deine Kreditkarte mit der App verbindest und es wird was gespart, dann wird die Kreditkarte belastet, das Geld fließt rüber, es wird dann in Kryptowährungen getauscht und diese Kryptowährungen werden dann auf der SafeDroid Wallet gespeichert, sicher. Das heißt aber jetzt nicht, dass es eine offene Wallet ist, wie die, die man im Markt kennt. Das heißt, wenn du jetzt schon bestehende Kryptowährungen hast, dass du sie einfach draufladen kannst und dass du dann auch ganz easy die Kryptowährung, die du auf der Wallet hast, wieder wegtransferieren kannst, das machen wir ganz bewusst im ersten Schritt nicht, sondern es ist wirklich gedacht für Einsteiger in den Markt, die heute noch keine Kryptowährungen haben, die dann anfangen können, über Fiat in Kryptowährungen anzusparen auf dieser Wallet, die aber erstmal noch geschlossen ist. Und ich habe dann hinten in der Wallet im zweiten Schritt eine Prepaid, also eine guthabensbasierte EC-Karte, also Debitcard auf Neudeutsch, mit der ich dann auch diese Kryptowährung, die ich angespart habe, wieder ausgeben kann. Ja, das heißt also, ich habe im Prinzip, und deswegen ist vielleicht das Gleichnis mit einer klassischen Krypto-Wallet nicht so 1:1 gegeben, ich habe nachher im Prinzip für den Nutzer die Möglichkeit, von Fiat über meine Kreditkarte in Krypto auf der geschlossenen SafeDroid-Wallet zu gehen und das dann aber automatisch wieder mit der Prepaid-Kreditkarte nachher in einem Online-Shop meiner Wahl auszugeben. Also sprich von Fiat zu Krypto in Fiat, ohne aber die Komplexität zu haben, mir im Prinzip Krypto bei einer Börse kaufen zu müssen und mich da anmelden zu müssen, ohne mir eine Wallet aufzusetzen und ohne meinen Private Key zu handeln, aber dennoch wahnsinnig sicher. Das ist das, wie wir unser System bauen werden und wollen. Das heißt also hier ein bisschen anders. Wir werden dann das System in der Zukunft sicherlich auch in ein offenes Ökosystem überführen, aber wir sehen, dass das ein edukativer Prozess ist. Das heißt, wir müssen unsere Nutzer aufschlauen, weil wir eben das Einsteigerprodukt sein wollen, weil wir hier die größten Marktchancen sehen. Und das heißt, im zweiten, dritten, vierten Schritt wird sich dann das Ökosystem auch öffnen und wir werden dann das ganze Produkt eher Richtung klassischer Wallet, die dann auch geöffnet sein wird, um Kryptos darauf hin zu transferieren, Kryptos davon weg zu transferieren, öffnen. Das wird allerdings sicherlich noch ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, Nadja, dass das deine Frage gut beantwortet. Dann haben wir hier von Dili Acker noch eine Frage, eine ernst gemeinte Frage. Ich bitte um eine ernsthafte Antwort. Es gibt Gerüchte, wonach sich Investoren nach der Aktion das Leben genommen haben könnten. Ist da etwas dran oder ist es nur Verbreitung von Angst und Schrecken? Wir haben keine Informationen diesbezüglich. Ich hatte das Thema vorhin auch schon mal kurz aufgegriffen. Ich sehe das auch überhaupt nicht als doofen Scherz oder irgendwas. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das wäre oder ist ein super wichtiges Thema. Uns liegen keine solchen Informationen vor. Wir haben im Markt gesehen, das bezieht sich aber jetzt nicht nur auf uns, das wurde auch an uns jetzt von Dritten herangetragen, die in dem Markt schon länger unterwegs sind, dass das eine klassische
angstschürende Strategie sein soll, um hier eben Schrecken zu verbreiten. Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass davon etwas wahr ist oder etwas dran ist. Also zumindest liegen uns diesbezüglich überhaupt keine Informationen oder auch keine Indizien vor. Wir haben bei dem Punkt vielleicht nochmal, und das ist, glaube ich, das, was man auch in die Zukunft gerichtet da noch mitnehmen kann. Ich sagte es vorhin schon mal ganz klar. Ich glaube, es müssen ein paar Dinge sichergestellt sein, damit dieser ICO-Markt in Zukunft funktionieren kann. Das eine ist natürlich, dass Unternehmen transparent sind und alle Informationen Investoren zur Verfügung stellen und auch sich der öffentlichen Meinung aussetzen und Fragen beantworten, wie jetzt hier in dieser AMA-Session. Aber ich glaube, wir müssen auch ganz, ganz selbstkritisch zwei Punkte bei Investoren einfordern. Nämlich das eine ist, dass man sich einerseits über die Projekte, in die man investiert, informiert. Ja, und da gilt tatsächlich, wer ein Projekt inhaltlich nicht versteht, sollte nicht investieren. Und das zweite ist, dass selbst wenn ich das Projekt verstehe und ich darin investiere, dass ich niemals mehr Geld investiere, als ich mir im schlimmsten Fall leisten kann, komplett zu verlieren. Denn, und das ist einfach so, ein ICO ist ein Hochrisikoinvestment. Und das muss man ganz offen so sagen. Jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt. Und das ist einfach so. Und deswegen, ich glaube, hier auch nochmal als ganz ernst gemeinte Antwort auf diese Frage. Ich hoffe, dass wir diese Nachricht auch nach draußen tragen können, um eben gegen solche angstverbreitenden Strategien auch wirklich inhaltlich entgegnen zu können, zu sagen, okay, lasst uns dafür sorgen, dass so etwas überhaupt nicht vorkommen kann, auch alleine faktisch nicht vorkommen kann, weil ich den Markt in eine Situation bringe, wo Investoren eine Investitionsprüfung machen können und wo vor allen Dingen auch sichergestellt ist, dass keiner ein Risiko eintritt, das er nachher nicht tragen kann. Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht etwas, wofür wir uns jetzt auch einsetzen werden in der Diskussion mit der Community in der Zukunft, wo wir sagen können, wie können wir Nutzern helfen, dass so etwas erst gar nicht entstehen kann. Das muss eigentlich aus meiner Sicht das Ziel sein. Hier noch eine Frage, was haben denn die Exchanges zur Kampagne gesagt? Waren diese darüber informiert? Sind Exchanges danach abgesprungen? Wollten einige danach unbedingt diesen Token handeln? Hier ist es so, wir haben keine, aber das, also vielleicht auch mal der vollen Transparenz halber, es wurden keine externen Partner wurden über diese Kampagne informiert. Da wurde auch nicht differenziert, ob das jetzt eine Bank ist, mit der wir kooperieren, ob das jetzt ein Technologiedienstleister ist, mit dem wir kooperieren, ob das jetzt eine Exchange ist, mit der wir kooperieren. Da wurde niemand informiert, dahingehend wurde auch niemand diskriminiert. Es war jeder auf dem gleichen Wissensstand. Das alleine erstmal als faktische Tatsache. Ich kann keine einzelnen Namen nennen. Wir haben tatsächlich von einer Börse extrem positives Feedback auch erhalten auf die Kampagne. Die sagten, mega krass, das wird zu einem extrem hohen Nachfrageanstieg führen. Nochmal, das ist nicht meine Meinung, ich gebe hier nur das wieder, was uns diese Börse gesagt hat. Ich kann auch nicht den Namen dieser Börse nennen, weil es natürlich an sich vertraulich ist, aber ich möchte einfach nur, weil die Frage jetzt hier kommt, auch eine transparente Antwort geben. Bei den anderen Börsen gab es weniger emotionale Reaktionen, weder in die positive noch in die negative Richtung. Wir sind mit denen nach wie vor in engem Dialog, werden da jetzt auch das Listing-Datum in den nächsten Tagen abstimmen. Das gehört zu der Strategie, die ich vorhin schon erwähnte, nämlich mit allen unseren Geschäftspartnern, und da machen jetzt die Kryptobörsen keinen Unterschied, mit allen unseren Geschäftspartnern tatsächlich sehr, sehr detailliert über die Situation zu sprechen, auch über die Hintergründe zu sprechen, zu schauen, dass wir die Inhalte auch transportiert bekommen und dass jetzt hier nicht emotionale Schnellschüsse produziert werden. Also ich glaube, das ist etwas, was wir auf gar keinen Fall wollen. Und da tun wir natürlich unser Möglichstes für. Also deswegen hoffe ich, dass das hier auch von Papa Sierra deine Frage gut beantwortet. Dann haben wir hier noch Don Thomas Philipp, der schreibt, ich muss sagen, sehr sympathischer Mensch. Anfangs war ich nicht begeistert, aber er hat wirklich recht. Ich denke, dass es jeder gut findet, wenn sich der Preis entwickelt. Hätte normal verkauft, aber jetzt wird HODL. Vielen Dank, Don Thomas, für die freundlichen Worte.
Ich habe es vorhin auch schon in der englischen Session gesagt, aber ich möchte es in der deutschen Session, glaube ich, auch nochmal ganz explizit zum Ausdruck bringen. Ich glaube, für uns als SafeDroid, und das meine ich jetzt nicht nur für mich, wie ich hier sitze, oder für das Gründerteam mit Tobi und Marco, sondern wirklich unser gesamtes Team. In der Zeit mit dem ICO haben wir einfach gemerkt, dass der größte Wert hinter dieser ganzen Sache nachher nicht das Geld ist, das wir aufnehmen, sondern die Community, die wir damit aufgebaut haben. Das ist für uns, ja, das hört sich jetzt irgendwie so schnulzig an oder irgendwas, aber es ist dahingehend, glaube ich, auch rational und ökonomisch nachvollziehbar, als dass wir ein Produkt entwickeln, für das wir nachher Endnutzer brauchen. Und ich glaube, das ist ganz genau der Punkt, was ich jetzt auch hier in den positiven Nachrichten als extrem wertvoll empfinde, ist, dass unser Produkt und unsere Community nachher nur dann funktionieren kann, wenn wir Leute haben, die von der Sache begeistert sind und die auch das Wort weitertragen. Ja, also für uns, und das kennen wir schon aus unserem Kerngeschäft heraus, ist das Thema Nutzer werden Nutzer, der Multiplikatoreffekt aus der Community heraus extrem kritisch, um überhaupt Wachstum zu erzeugen. Und deswegen verstehen wir natürlich um die Relevanz dieser Community, die wir haben. Und deswegen ist es uns so wichtig, auch diese Zeit zu investieren in diese Community-Arbeit. Deswegen setzen wir uns hierhin viele Stunden in regelmäßigen Abständen, um uns auszutauschen. Deswegen laden wir unsere Community ein. Ich möchte es nur noch mal transparent machen, dass jetzt hier keiner denkt, was schwafelt der Alte für einen Müll und es ist alles hier Weichgespüle, sondern natürlich hat das für uns auch einen handfesten wirtschaftlichen Hintergrund. Keiner ist hier als reiner Gutmensch unterwegs. Wir sind ein kommerziell agierendes Unternehmen. Und natürlich sind auch die Leute, die in unserer Community drin sind, die verfolgen auch ein wirtschaftliches Interesse, nämlich, dass sie eine Tokenpreissteigerung sehen wollen in der Zukunft. Und darauf arbeiten wir gemeinsam hin. Wir als SafeDroid, ihr als Community, wir zusammen als die Gemeinschaft, die das Ganze hier nach vorne treibt. Und deswegen, ich glaube, wir sind gegenseitig aufeinander angewiesen. Deswegen ist es für uns wichtig, auch Zeit zu investieren und nah an euch dran zu sein, euer Feedback zu hören, euer Feedback aufzunehmen. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank für sowohl die kritischen Worte als auch die positiven Worte. Das motiviert uns. Das ist der Grund, weshalb wir hier morgens ins Büro kommen. Und das ist letzten Endes dann auch das gemeinsame Ziel, das uns verbindet, nämlich SafeDroid möglichst erfolgreich zu machen, weil nur dann haben wir alle was davon. Und ich glaube, das brauchen wir einfach, weil sonst ist es halt am Ende des Tages nur eine Luftnummer. Dann haben wir hier nochmal von Michael die Frage, wie ist der Stand der Zusammenarbeit mit der BaFin? Ich hatte es vorhin nur am Rande erwähnt, unser Ziel ist es, dass wir uns jetzt im Nachgang zu dieser Kampagne als Informationspartner, als Diskussionspartner für Behörden und Regulierer ins Gespräch bringen wollen und werden. Das heißt also, was wir jetzt ganz konkret machen, und by the way nicht nur die BaFin, sondern auch zur Bundesbank, die ja auch bei dem Thema Kryptowährungen natürlich mitzusprechen hat und eine wichtige Position vertritt. Unser Ziel ist es, wir werden jetzt auf diese zwei Institutionen zugehen, wollen uns hier als Gesprächspartner anbieten, wollen ein Treffen initiieren. Wir hoffen, dass es auch natürlich auch auf Akzeptanz stößt und wir hier in Dialog eintreten können, um einfach unsere Praxisperspektive nochmal zu schildern. Wir sind jetzt gerade dabei, diesen ersten Kontakt aufzunehmen. Das ist etwas, was wir machen wollen, um, wie gesagt, unseren Beitrag zu leisten für die Krypto-Community. Uns liegt das am Herzen, weil wir eben die Gefahr sehen, dass wenn wir uns hier aus der Praxis nicht einbringen, es womöglich eine Regulierung geben kann, die so scharf ausfällt, dass sie eben auch wieder schädlich für den Markt sein kann. Und dass es vor allen Dingen dann Möglichkeiten geben wird, für gewiefte Unternehmen Regulierung zu pervertieren und eben nicht so auszulegen, dass es den Kleinanleger schützt, sondern eben so auszulegen, dass es nachher nur das Unternehmen schützt. Ich mache nur ein Beispiel. Wenn ich nachher sage, ich brauche ein Verkaufsprospekt, was irgendwie einen Umfang von 200 Seiten hat, dann komme ich natürlich schnell dahin, dass ich nachher ein von Juristen entwickeltes Dokument habe, das so fachchinesisch formuliert ist, dass es kein normaler Mensch auf dieser Welt mehr verstehen kann. Damit erfülle ich als Unternehmen natürlich die Regulierung. Auf der anderen Seite stelle ich damit aber gleichzeitig auch sicher, dass kein Investor da draußen mehr wirklich verstehen kann, was ich da eigentlich im Rahmen meines ICOs anbiete. Und das wäre aus meiner Sicht eine Regulierung, die am Ziel vorbeiführt, nämlich eine, die Unternehmen schützt
und die Kleinanleger im Regen stehen lässt. Und das ist natürlich genau der Punkt, wo wir nochmal rein wollen und sagen wollen, was kann man eigentlich aus unserer Praxissicht vielleicht machen, um zu einer zielführenden Regulierung zu kommen, die gute Unternehmen durchlässt, Kleinanleger schützt, aber in der Lage ist, die schwarzen Schafe rauszufiltern. Und das wäre, wenn ihr mich fragt, eigentlich mein höchstes Ziel, das ich dahinter sehen würde. Dann war hier von Michael nochmal die Frage, kann man mit einem kurzen Satz erklären, wozu später der Token an sich nötig ist? Wo steckt der Mehrwert am Token selbst? Ist leider mein Bildschirm ausgegangen, Sekündchen. Wird er die Tauschwährung in der Spar-App werden? Michelle, natürlich erkläre ich dir gerne. Der Token ist nachher das Zahlungsmittel für die Gebühren, die für die Nutzung von SafeDroid anfallen. Das ist also eine Art Gutschein, den du einlöst, um unsere App nutzen zu können und um damit in den Genuss zu kommen, ganz einfach und ohne Komplexität Fiat-Währungen in Krypto zu tauschen, sicher zu speichern und nachher mit der Kreditkarte wieder ausgabefähig zu machen. Dafür wird es eine monatliche Abo-Gebühr geben, es wird eine Transaktionsgebühr geben und diese Abo-Gebühr monatlich und die Transaktionsgebühr, die bezahlt man in SafeDroid-Token. Also es ist ein In-App-Bezahlungsmittel und in dem Sinne ein Gutschein, den man eintauscht gegen unsere Dienstleistung. Ich hoffe, Michel, dass das die Frage klar beantwortet. Und Mischa hat hier noch eine Frage, wie genau verdient SafeDroid denn Geld, außer vom Kursanstieg, um wie viel von den ICO-Einnahmen gingen an dich und das Team? Sehr gute Frage, beantworte ich beides gerne. SafeDroid verdient am Kursanstieg kein Geld, das wäre ein ganz, ganz schlechter Business Case. Da sollte man auch skeptisch werden, wenn es ICOs gibt, die nachher versuchen, Geld am eigenen Kursanstieg zu verdienen. Ich glaube, das ist kein viables Geschäftsmodell. Wir verdienen dadurch Geld, das knüpft sich an die Frage von Michel eben, indem wir Servicegebühren erheben für unsere Dienstleistung. Das heißt, alle, die später SafeDroid nutzen, die zahlen pro Monat eine Gebühr und eine Transaktionsgebühr auf das Volumen, das von Fiat in Krypto und von Krypto in Fiat getauscht wird. Das ist unser Umsatz. Und diesen Umsatz, den bezahlt man jetzt in SafeDroid-Token. Jetzt haben wir durch unseren ICO zunächst einmal Umsatz vorverkauft. Das heißt also, die Einnahmen, die wir realisiert haben, das ist im Prinzip zukünftiger Umsatz, nämlich dann, wenn Token eingelöst werden. Und wenn jetzt Token eingelöst werden, dann werden, das ist ein Spezifika bei unserem ICO, werden davon ein gewisser Prozentsatz verbrannt. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir würden 20% Token verbrennen. Das ist der Deflationsmechanismus. Und es gibt uns einen Nutzer, weil er seine Gebühr zahlt, 100 Token. Dann gibt es nach dem Verbrennen, weil wir 20% verbrennen, nur noch 80 Token. So, und diese 80 Token, die können wir jetzt im Markt nochmal verkaufen. Zu dem dann gültigen Kurs. Das heißt, dann realisieren wir einen neuen Umsatz. Also das heißt, unser Business Case ist letzten Endes, und so verdienen wir Geld, ist einfach eine Gebühr für die Service-Dienstleistung, die wir erbringen über SafeDroid. Ganz normales Geschäftsmodell, gebührenbasiert für eine Service-Dienstleistung. Wie viel von den ICO-Einnahmen ging an dich und das Team? Von den ICO-Einnahmen und an das Team und an mich gingen exakt bislang null, denn wir haben ja, also auch da nochmal, das Geld eingenommen, um hier den Krypto-Service zu bauen. Das heißt, was an uns nachher fließt oder an das Team nachher fließt, ist erst einmal das, was an Gehalt bezahlt wird. Also ein praktisches Beispiel zu machen, wenn wir jetzt sagen, wir stellen, um unseren Krypto-Case zu bauen, um dieses Produktangebot am Markt zu starten, 10 Mitarbeiter neu ein, dann werden im Prinzip die Gehälter dieser 10 Mitarbeiter, die wir neu einstellen, aus den Einnahmen des ICOs bezahlt. Und das sieht man jetzt, wenn man bei uns auf der Webseite schaut, unter ico.safedroid.com und dann auf Token klickt. Dort sieht man, dass 30% der ICO-Einnahmen für das Thema Technologieaufbau und Teamaufbau investiert werden sollen über die nächsten Jahre. Das heißt, das übersetzt sich dann bei uns in Personalkosten. Das ist das Geld, was sozusagen 1:1 von dem, was wir für den ICO eingenommen haben, unmittelbar an unsere Mitarbeiter fließt, nämlich die Gehälter, die ausgezahlt werden. Das ist im Prinzip
wie es hier zu dem Mittelfluss kommt. Wir zahlen unseren Mitarbeitern ganz normale marktgängige Gehälter. Ich muss sogar ehrlicherweise sagen, als Startup, diejenigen, die die Startup-Szene kennen, wir bezahlen jetzt keine besonders hohen Gehälter. Also wer bei uns arbeitet, arbeitet deswegen bei uns, weil er das Produkt cool findet, weil er das Team cool findet, weil er seine Ideen einbringen will und umsetzen will. Nicht deswegen, weil er viel Geld verdienen will. Also man kann, das sagen wir auch immer ganz oft, mit den gleichen Qualifikationen sicherlich am freien Markt, in der Industrie, bei einer Bank, bei einem Technologieunternehmen deutlich mehr verdienen als bei SafeDroid. Dafür kann ich mich aber bei SafeDroid mit meinen eigenen Ideen einbringen, kann kreativ arbeiten, kann selbstbestimmt arbeiten, kann tatsächlich was bewegen. Das ist die Motivation unserer Leute. Nicht, weil wir die Leute mit Geld zuschütten, da sind sie beim Startup per se falsch, das findet nicht statt. Von daher, das ist im Prinzip der Mittelzufluss. Die normalen Gehälter werden gezahlt aus diesen Einnahmen. That's it. Das zweite ist nochmal, auf was man hier nochmal eingehen kann, Mischa. Es gibt natürlich einen Teil der Token, das sieht man auch bei der Token-Allokation, die im Prinzip reserviert sind für, bei uns ist es überschrieben, für Eigenkapitalinvestoren, Teammitglieder, die bei uns arbeiten und uns als Gründer. Das ist ein Teil der Tokens, die kreiert wurden. Das sind in unserem Fall 15%. Und diese Token, die können eingesetzt werden, um eben hier einen Teil, das hatte ich eben schon beschrieben, des Gehaltsausgleichs herbeizuführen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt einen Mitarbeiter hätten, der in einem Industrieunternehmen vielleicht verdienen könnte 55.000 Euro. Wir als Startup können diesem Mitarbeiter aber irgendwie nur 45.000 Euro zahlen. Das heißt, er hat also eine Gehaltseinbuße, auf die er verzichtet, von 10.000 Euro in bar. Dann können wir einen Teil davon kompensieren, dass wir diesem Mitarbeiter natürlich Tokens anbieten im Rahmen seines Vergütungspaketes. Und das ist genau die Idee, dass wir natürlich den Token einsetzen, um einen Teil der Gehaltsdifferenz zum Markt zu überbrücken und um damit natürlich auch all unsere Mitarbeiter zu incentivieren, das Maximum zu geben, dass der Tokenpreis steigt. Denn das ist natürlich auch klar, wir alle haben damit die Voraussetzung geschaffen, dass jeder im Team SafeDroid Token hält. Und das lohnt sich natürlich für uns als Team auch nur dann, wenn sich der Preis gut entwickelt, wenn der Preis abschmiert, dann haben wir nichts, dann haben wir umsonst gearbeitet, es bringt also nichts. Von daher ist es uns natürlich ein wichtiges Anliegen, dass wir hier auch zu einer Wertsteigerung beitragen über diese Incentivierung, dass wir eben die Tokens dafür einsetzen, auch einen Teil unserer Mitarbeiter zu bezahlen. Das sind eigentlich die zwei Komponenten. Das heißt, direkter Mittelzufluss nur über Gehalt und Token gemäß Token-Allokation, ja auf der Homepage ersichtlich, nur in Form von Überbrückung von Gehaltsdifferenzen zum freien Markt, wo Mitarbeiter mit dem gleichen Qualifikationslevel deutlich mehr verdienen könnten. Das hoffentlich beantwortet dann auch die Frage von Mischa. Also wie ihr seht, wollten wir hier auch ganz transparent sein. Ich sehe, dass wir, glaube ich, im Moment keine weiteren Fragen in der Community haben, dann würde ich an der Stelle mich sehr, sehr gerne auch nochmal für eure Aufmerksamkeit heute bedanken, für eure Unterstützung, für die ganzen kritischen Fragen, die wir hatten, für das positive Feedback, das wir bekommen haben. Ich glaube, es ist immer wichtig, die volle Bandbreite zu sehen, ja, sowohl das Gute als auch das Schlechte und dann über einen konstruktiven Diskurs nachher zu einem guten Ergebnis zu kommen. Es hat Spaß gemacht, heute Abend mit euch die Session zu haben. Ich danke euch vielmals für das Interesse, dass ihr da wart, dass ihr unser Projekt unterstützt, nach wie vor unterstützt. Ich freue mich, wenn ihr die Nachricht weitertreibt. Nochmal meine aufrichtige Entschuldigung für die ganze Kampagne. Es ging nicht darum, irgendwen zu verärgern, irgendwie einen schlechten Witz auf Kosten von anderen zu machen. Wir haben ein ernsthaftes Anliegen dahinter. Wir wollen den Markt warnen, wir wollen den Markt nachhaltig gestalten, wir wollen da einen aktiven Beitrag zu leisten, indem wir helfen, höhere Qualitätsstandards zu etablieren. Genau das werden wir tun. Wir werden jetzt sehr transparent kommunizieren. Es ist natürlich unser Anliegen, die Werte, die wir selbst einfordern, nämlich hohe Transparenz, Nähe zur Community,
die Anleger in eine Lage zu versetzen, informierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Diese Werte, die werden wir natürlich auch selbst leben. Ansonsten sind wir nicht glaubwürdig. Das heißt, hier müssen wir einfach ganz nah an der Community sein und werden deswegen auch weiter unsere Zeit hier investieren. Das heißt, mein Versprechen an euch ist, wir sind für euch da. Es wird auch weiterhin diese Sessions geben, sowohl in Deutsch als auch auf Englisch. In regelmäßigen Zeitabständen. Wir werden in regelmäßigen Zeitabständen in diesen Sessions auch über die operativen Fortschritte berichten, ja, wie sich unser Geschäft entwickelt, wie wir zum Marktlaunch unserer Krypto-Beta kommen, all diese ganzen Themen, die die Community interessieren und die relevant sind, um eine informierte Investitions- und Kauf- oder Verkaufsentscheidung zu treffen. Genau das wollen wir hier machen. Wir sind offen für euer Feedback. Bitte meldet euch in unserem Telegram-Channel, schreibt uns, ruft uns an, kommt hier gerne vorbei und vor allen Dingen kommt auch gerne vorbei am 9. Mai zu unserem Community Barbecue. Wir starten hier am Abend. Es gibt lecker Würstchen und Bier und natürlich könnt ihr uns in Person treffen. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen auf gute Diskussionen und einen schönen Abend. Meldet euch an. Den Link zur Anmeldung habt ihr hier unten. Bitte einfach kurz zusagen, damit wir auch genug Würstchen und Bier einkaufen können, nicht, dass es ausgeht. Je mehr, desto besser. Also kommt ruhig zahlreich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für euren Support. Ja, helft uns die Nachricht, dass wir den Markt transparenter gestalten wollen, qualitativ hochwertiger gestalten wollten, weiterzutreiben. Empfehlt es euren Freunden, sprecht über die Botschaft hinter der Kampagne, nicht nur über die Kampagne, denn das wäre schade. Wichtig sind die Inhalte, nicht die handelnden Personen. Ich glaube, das ist nochmal mein Anliegen. Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Hat mich gefreut, heute Abend bei euch zu sein. Und bis demnächst. Habt einen schönen Abend alle zusammen.